Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Wochenrückblick-Format ist dieses Mal einmal mehr nicht ganz der richtige Ausdruck, denn wir stehen, und hier sind wir uns nicht so ganz einig, Olli und ich, vor dem meines Erachtens intensivsten Wochenende des ganzen Jahres, denn wir haben einiges. Wir haben am Samstag NXT TakeOver. Wir haben am Samstag G1. Wir haben am Sonntag den SummerSlam. Wir haben am Sonntag G1. Und wir haben am Montag das große G1-Finale. Insofern, und wer dann noch Bock drauf hat, kann auch UFC gucken. Also langweilig wird's dieses Wochenende ganz sicher nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie ich es alles schaffen soll. Irgendwie kriegen wir es hin. Ich habe seinen Namen eben schon genannt. Deswegen herzlich willkommen an meiner Seite für das große Vorhaben, das wir heute versuchen wollen zu bewältigen. Der Randy van Daniels, unser Olli. Gute. Wie kann man dieses Wochenende, Olli, nicht als das arbeitsintensivste des Jahres bezeichnen? Ich verstehe dich nicht. Naja, also ist ja immer mal relativ viel los. Ich meine, ich muss dir ja recht geben, G1 ist halt auch noch einmal im Jahr und ansonsten gibt es jetzt auch kein so langes oder auch wichtiges Turnier. Habt ihr ja auch vorher schon gesagt, ich gehe Sonntag noch zusätzlich zum Fußball. Dann habe ich ja noch Montag und Dienstag die Ehre, Raw und SmackDown zu gucken. Also die nächsten Tage bin ich auf jeden Fall beschäftigt, ja. Aber hallo, vor allen Dingen, ja gut, Fußball ist ja eher eine Kür, das ist ja eigentlich erledigt, das Ding, so was ich gehört habe. Ja, ist ja auch nicht weit bis nach Mannheim. Genau. Ja, und haben wir auch was gelernt. Was haben das G1 und Malle gemeinsam? Beides ist nur einmal im Jahr. So, nach dem schlechten Eingangsscherz legen wir doch gleich mal los. Ich habe schon angedeutet in der Anmoderation, was uns heute beschäftigen soll. Wir werden die Weeklies, so wie wir das immer vor Pay-Per-Views machen, insbesondere wenn es so ein großer Pay-Per-View wie der SummerSlam ist, im Rahmen der Besprechung der Card des SummerSlams dann verwursten. Also der SummerSlam steht als erster Programmpunkt bei uns auf der Agenda. Dann werden wir schon war es falsch. NXT TakeOver muss eigentlich, wenn wir es chronologisch machen. Wie wollen wir es überhaupt machen, Olli? Du kannst es dir heute aussuchen. Wollen wir chronologisch das machen, sprich mit NXT TakeOver anfangen, weil es am Samstag als erstes großes Event stattfindet? Oder wollen wir den SummerSlam als erstes machen und dabei die Weeklies? Ich lege es in deine Hände heute. Ich würde sagen, wir machen zuerst SummerSlam. Gut, das trifft sich gut, weil ich ihn auch gerade aufgerufen habe. Und die Weeklies können wir dann entsprechend mit verwursten. Also, SummerSlam-Ausblick und die Weeklies in der Review-Version dabei besprechen. NXT TakeOver-Ausblick. Dazu müssen wir auch noch ein paar G1-Tage besprechen. Welche sind das denn? 12 bis 16, oder? 11 hatten wir gemacht, meine ich? Ja. Genau, 12 bis 16 plus Ausblick auf die beiden Finaltage. Und da bleibt uns ja nicht viel übrig, dann als über Montag zu spekulieren, wer wird denn im großen Finale dann stehen und den Koffer, wie bei Money in the Bank ist es auch beim G1 ein Koffer, den man dann gewinnen kann. Ja, aber auch erst seit ein paar Jahren. Vorher gab es noch keinen Koffer. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Den man dann entsprechend gewinnen kann, wie bei WrestleMania dann auch, so ist es beim Wrestle Kingdom auch, ein Titelmatch gegen den aktuellen Champion zu kriegen. Ich muss kurz eine Person vorab grüßen, das ist der User Doe, der alles gemacht hat, um irgendwie gegrüßt zu werden. Er hat mich darauf hingewiesen, dass meine Zeitrechnung nicht ganz korrekt war. Letztes Mal habe ich ja gesagt, ja, vor gut einem Dreivierteljahr war der Royal Rumble, da wurde mir gesagt, das ist gar nicht so richtig. Ja, es war dann nur ein gutes halbes Jahr. Wer sich über sowas aufregen will, hat es auch verdient, gegrüßt zu werden. Insofern herzliche Grüße. Und genauso viele Grüße an die Roundtable-Schreiberlinge. Der Roundtable kommt Sonntag. Thess, Froze und Hurricane. Sehr pünktlich, sehr gut geschrieben. Das solltet ihr euch auch nicht entgehen lassen. Nach diesem Gelaber legen wir los mit dem SummerSlam. Wir fangen mit der Card von unten nach oben an und beginnen mit dem Cruiserweight Championship Match. Drew Gulak gegen Oney Lorcan. Da muss ich gestehen, habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, dass Oney Lorcan jetzt bei 205 Live überhaupt gelandet ist. Ich kenne ihn nur noch als Tag Team, wo er bei NXT ja doch einige sehr ordentliche bis überragend gute
Tag Team Title Matches geworkt hat. Jetzt bekommt er im, ja, ich will nicht sagen, ist ja nicht ein Aufstieg, wenn man von NXT zu 205 Live wechselt, formal ja, faktisch eher nicht. Bekommt er ein Match gegen Drew Gulak um die Cruiserweight Championship. Das bin ich mir ziemlich sicher gut werden wird. Vielleicht sogar noch mehr, das wie immer unter dem Mangel der Zeit auch leiden darf, offensichtlich. Aber Olli, bevor du zum Match was sagst, ich kann mir schon vorstellen, was du sagst, ist ja 205 Live. Seit wann ist denn Oni Lorcan überhaupt im Main Roster, beziehungsweise bei 205 Live? Soweit ich weiß, schon seit ein paar Monaten. Ich glaube, er ist Ups. damals im Zuge von einem Turnier gewechselt. Sogar schon vor WrestleMania gewesen sein. Autsch, autsch, autsch. Ja, ihr seht, ich bin topfit bei 205 Live. Deswegen habe ich ja Gott sei Dank, wie ich gelernt habe, unseren Experten dabei. Denn ich bin so ein Moderator, der so ein bisschen Ahnung hat. Aber wir haben einen Experten, der viel Ahnung hat. Diese Degradierung hilft mir sehr, weil ich jetzt alles auf unseren Experten schieben kann. Olli, rette das Match. Ja, zuerst mal will ich sagen, dass ich hier bestimmt kein Experte bin und auch sonst nicht. Also, ich schaue sehr viel Wrestling und kenne mich vielleicht ein bisschen aus, aber als Experte würde ich mich deshalb noch nicht bezeichnen. Und ansonsten kann man sagen, genau wie bei Lorcan, gab es ja auch die letzten Monate bei dem einen oder anderen einen Wechsel. Also es ist ja in den letzten Monaten so ein bisschen fließend passiert. Also auch der gute Axel Tischer bzw. Alexander Wolf ist ja dann auch wieder von SmackDown zur NXT UK. Also so ein paar kleine Änderungen gab es in den letzten Monaten einige. Da kann man durchaus mal den Überblick verlieren und ja, ihr wisst ja, 205 Live ist jetzt die eine WWE-Sendung, die ich nicht schaue. Aber auf das Match kann man sich, denke ich, trotzdem freuen. Die beiden kennt man ja auch noch zu Genüge aus dem Indie-Bereich. Also Drew Gulak unter seinem aktuellen Namen und Oney Lorcan unter dem Namen Biff Busick. Da gab es ja bei uns im Teamchat auch die ein oder andere Diskussion, ob jetzt der gute Biff Busick damals zu den Stars der Independent-Szene gehört hat oder nicht. Meiner Meinung nach schon, also er war ja schon bei Evolve und bei Combat Zone Wrestling ja, relativ weit oben auf der Karte dabei. Ich glaube, bei Combat war er ja auch mal World Heavyweight Champion. Und beide sind begnadete Wrestler, vor allen Dingen technisch gesehen. Und da kann man, denke ich, das ein oder andere bei dem Match erwarten, sollten die beiden denn genügend Zeit bekommen, was halt immer so die Frage ist. Wenn man im Cruiserweight-Match steht, kriegt man ja meistens nicht länger als 10 Minuten. Eventuell kommt es auch auf die Pre-Show. Also da muss man dann halt immer noch mal ein bisschen abwarten, dann letzten Endes aussieht auf der Karte. Ja, ich bin sicher, dass es in der Pre-Show landen wird. Werden wir abwarten. Die Diskussion fand ich interessant, die du gerade angesprochen hast, bei uns teamintern. Ich glaube, der Einzige, der ihm diesen, der Oney Lorcan oder Biff Busick den Star-Status im Indie-Bereich abgesprochen hat, war unser kleiner Roboter. Und von daher. Ich wollte jetzt niemanden, wie man im Englischen so schön sagt, unter den Bus werfen. Er wollte jetzt keinen Namen nennen. Wieso? Ich habe auch keinen Namen genannt. Ja. Weiß der Geier, wie viele Roboter wir im Team haben. Also, außerdem, wer mich so oft, wie man, das ist ja auch schon oldschool, wer mich so oft disst wie unser kleiner Roboter, der hat es dann auch nicht anders verdient. Weiter im Text, weiter im Text. Also Ergebnis, das Match hat das Potenzial, richtig was bieten zu können, aber Einschränkung, wir sind eben bei WWE. Und da ist das Zeitproblem ja, sag ich mal, hausgemacht. Weiter bei uns auf der Card. Das nächste Match ist ein Match, das einen Aufbau von, naja, immerhin 2 Wochen ungefähr hat. Nämlich Charlotte Flair gegen Trish Stratus. Die gute Trish Stratus ist mittlerweile, auch wenn ich glaube ich richtig gezählt habe, 43 Jahre alt. Natürlich sieht sie viel jünger und hübscher aus. Sie ist jetzt auch eine Mutter und das war für Charlotte Flair Grund genug, so ein bisschen gegen sie anzustänkern und sie auch in einer Promo in Grund und Boden zu reden. Nach wie vor bin ich der Meinung, dass es vielleicht gar nicht so blöd gewesen wäre, wenn da irgendjemand mal eingegriffen hätte. Aber Charlotte hat geredet und geredet. Trish hat dann nachher eigentlich nur gesagt: Okay, wenn du das so willst, hast du jetzt dein Match. Und so ist es jetzt dann auch gekommen. Vom Potenzial her,
glaube ich auch, dass das gar nicht so übel werden könnte. Das Problem ist natürlich, was kann die gute Trish jetzt nach ihrer doch nur auch so kurzen oder nicht so kurzen Phase der Pause hier noch raushauen? Das wird ein Stück weit eine Wundertüte. Wir haben auch in der letzten Woche ja schon gesagt, Siegerin, gerade wenn es wirklich das letzte Match von Stratus sein sollte, wovon wir eigentlich teamintern so ein bisschen ausgehen, was natürlich aber auch nur eine Prognose ist, dann muss Charlotte das Ding hier eigentlich gewinnen. In den letzten Wochen war sie so ein bisschen Storyline-mäßig außen vor. Alles drehte sich um Becky und Bliss und Mensch, wie heißt sie denn nochmal? Die gute Cross, genau. Nebenbei jetzt auch mit Nettie, da war Charlotte so ein bisschen auf verlorenem Posten. Und jetzt ist sie wieder im Gespräch, mehr oder weniger kurzfristig. Und deswegen, ja, Charlotte müsste das Ding machen. Match wird wohl ordentlich bis gut, mehr sehe ich aber auch nicht. Olli. Ja, also wie du schon richtig gesagt hast, wird viel davon abhängen, in welcher Verfassung Trish jetzt aktuell ist. Kann natürlich keiner seriös sagen. Ich glaube, ihr letztes Match hatte sie damals bei dem Raw Special, beziehungsweise jetzt ist sie ja auch nochmal angetreten in einem Tag Team Match in der Weekly diese Woche. Aber ja, wie gesagt, also ist halt schwer zu sagen, in welcher Form sie sich befindet. Ansonsten hast du natürlich recht. Charlotte sollte und muss das Ding eigentlich auch gewinnen, aber so ganz sicher kann man sich da ja bei WWE nie sein. Zumal Toronto ja auch die Heimatstadt von Trish ist. Gut, bei WWE ist es ja in der Regel so, dass eine Person, die in ihrer Heimat antritt, das Match verliert. Aber vielleicht macht man hier für die Legende eine kleine Ausnahme, weil es ja auch ihr letztes Match ist, auch wenn es ja eigentlich im Wrestling-Business genau andersrum sein sollte. Aber wir kennen ja alle die WWE und da bin ich mir deswegen noch nicht so ganz sicher. Und deswegen in dem Match für mich noch viele Fragezeichen, also sowohl was die Qualität angeht, als auch das Ergebnis dann. Sehr gut. Das nächste Match, da sind Olli und ich schon so ein bisschen beim letzten Podcast, ich will nicht sagen aneinander geraten, aber da haben wir verschiedene Auffassungen über die Einordnung dieses Matches. Es geht um die gerade erst vor ein paar Tagen auf die Karte gekommene Paarung Dolph Ziggler gegen Bill Goldberg. Die Inszenierung erfolgte bei der letzten Ausgabe von Monday Night Raw, wo Shawn Michaels bei Miz TV zu Gast war und die sich ein bisschen unterhalten haben. Dann kam Dolph Ziggler, hat ein bisschen gestunken gegen die beiden. Und es wurde dann so ein bisschen angedeutet. The Miz hat es großartig gemacht. Er sagte: Ja, ich sehe dich dann nächsten Montag und dann haben wir das Match. Zu diesem Zeitpunkt war offiziell ja noch die Marschrichtung: The Miz soll gegen Ziggler beim SummerSlam antreten, wo ich schon bei der Ankündigung dieses Matches schon eingeschlafen bin. Und da dachten alle, zumindest sollten alle denken: Wieso sagst du denn Montag, The Miz? Der SummerSlam ist doch am Sonntag. Ja, hat aber da schon eh jeder gewusst, weil Meltzer die News schon im Observer Radio relativ früh rausgelassen hatte, dass es sich um Goldberg handelt. Man hat es, finde ich, noch ganz süß gemacht, indem The Miz dann sagte: Ja, ich werde nämlich nicht beim SummerSlam gegen dich antreten, und den Blick dann zu Shawn Michaels hat wandern lassen, der auch, finde ich, sehr gut reagierte und sagte: Nein, Dolph, ich bin's auch nicht. Da gab es schon die ersten Goldberg-Chants im Publikum und es gab dann die ersten Töne des Themes von Goldberg. Riesenpop, Goldberg kam. Ziggler sagte zuerst oder deutete an, dass er eine Konfrontation sucht, hat sich dann schon obenrum ausgezogen, aber als dann Goldberg da war, ist er stiften gegangen. Goldberg hat wie immer wenig gesagt, das hat mir aber sehr gut gefallen diesmal. Ich glaube, er sagte sowas wie: Dolph Ziggler, Son, you're next oder so ähnlich. Fand ich super. Ja, und nun haben wir eben die Paarung. Goldberg kommt nochmal hervor. Wir haben schon gesagt, er wird hier seine Schande gegen Undertaker ein bisschen ausmerzen wollen. Das wird ihm auch ein paar Euro bringen, besser gesagt Dollar. Und ich freue mich drauf. Was heißt, ich freue mich drauf? Ich bin gespannt auf dieses Match, denn lieber sehe ich Ziggler gegen Goldberg als Undertaker gegen Goldberg oder Ziggler gegen The Miz. Ich bin überrascht, wie over Goldberg immer noch ist. Und nach allem, was man jetzt gehört hat, kann es durchaus sein, je nachdem, wie lange Paul Heyman wirklich in Charge ist,
dass das hier nicht der letzte Auftritt von Goldberg sein wird. Er ist körperlich in einer guten Form. Die Art und Weise, wie er Matches worked, kann er noch locker ein, zwei, drei Jahre so machen. Und deswegen wird gemunkelt, das wird nicht der letzte Auftritt von Goldberg gewesen sein, offenbar, sodass ich mir sicher bin, dass Goldberg hier locker gewinnen wird. Ich freue mich ein Stück weit drauf, darf ich nicht laut sagen, deswegen sage ich es leise, aber ich freue Darfst mich schon. drauf. Jetzt darf aber Olli sagen, warum das alles Unfug ist, was ich erzählt habe. Naja, Unfug nicht. Also, ich kann ja verstehen, dass einige aus Nostalgie quasi die Stars der alten Zeiten immer mal wieder sehen wollen. Wie du ja auch schon richtig gesagt hast, ist Goldberg auch immer noch over, was halt viel mit seiner Darstellung bei der WCW zu tun hat. Viele vergessen ja auch so ein bisschen seinen ersten Run bei der WWE, der jetzt auch nicht so toll war. Was vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass Triple H damals quasi Dauer-Champion war und sich jeder für ihn hinlegen musste. Und ansonsten, ja, du hast jetzt gemeint, es hätte was mit Paul Heyman zu tun. Ich sehe das eher so ein bisschen pragmatischer. Also, solange Vince die große Kohle raushaut, wird der gute Goldberg auch noch das ein oder andere Match worken. Sind ja auch meistens nicht sehr lange, auch. Wenn du jetzt meintest, er ist körperlich gut in Form, ja, vom Aussehen her vielleicht, Das aber meinte ich, genau. wir haben ja auch schon beim letzten Mal gemerkt, dass er nach 5 Minuten schon relativ stark am Pumpen ist. Und dann ist mir jemand wie Kevin Owens lieber, der vielleicht eine Wampe hat, aber locker ein 30-Minuten-Match gehen kann und dafür fit ist, im Gegensatz zum Goldberg, der ja so ein bisschen aufgeblasen aussieht, aber eben keine 5 Minuten mehr worken kann. Und zum Match, ja, also viel erwarte ich da nicht. Goldberg war ja vorsichtig gesagt noch nie ein guter Worker, auch wenn ich mir da letztens etwas anderes anhören musste. Hat ja jemand auf der Startseite gemeint, wo er Goldberg wrestletechnisch die Fähigkeiten abspricht, der hat keinen Plan vom Wrestling. Das sieht vielleicht der gute Bret Hart ein bisschen anders oder auch der ein oder andere Wrestler, der sich in seiner Karriere in Matches mit Goldberg verletzt hat. Und ja, also lang wird es nicht gehen. Ich gehe auch davon aus, dass Goldberg das am Ende gewinnt, weil Ziggler ist im Grunde tot. Also mit dem kannst du nichts mehr großartig anfangen. Aber freuen tue ich mich jetzt nicht auf das Match. Das hat man ja auch schon in der letzten Woche, denke ich, rausgehört. Ja, ich konnte es auch leicht wahrnehmen, deine Zurückhaltung. Aber die These, Goldberg sei ein guter Worker, der begegne ich diplomatisch und sage, die kann man zur Diskussion stellen. Das ist tatsächlich, glaube ich. Und ich Meiner denke dann. Meinung nach kann man die nicht mal zur Diskussion stellen. Also es tut mir leid, aber es ist ziemlich eindeutig, dass der Kerl ein sehr, sehr schlechter Worker ist. Ich bleibe heute mal diplomatisch und lasse das so im Raum stehen. Wir können ja mal Bret Hart fragen, dessen Namen du ja schon zu Recht hier angedeutet hattest. Und das ist dann auch überhaupt nicht mehr witzig. Ich meine, wer jetzt hier nicht weiß, was gemeint ist, die meisten werden es wissen, googelt mal Bret Hart, Goldberg und dann noch ein Wort wie Tritt oder Kick und dann werdet ihr wissen, was Phase ist. Weiter im Text. Kevin Owens gegen Shane McMahon. Damit das Ganze noch so den Hauch einer Spannung bekommt, hat man Owens Karriere aufs Spiel gesetzt. Jetzt kann man natürlich sagen, natürlich wird Owens seine Karriere nicht beenden. Das wird er sicherlich nicht, natürlich nicht. Und deswegen wird Owens hier gewinnen. Das halte ich für sehr wahrscheinlich. Und wenn ich in Prozenten rechnen würde, so 85% wahrscheinlich. Natürlich wird Owens, selbst wenn er verliert, seine Karriere nicht beenden. Man wird dann irgendeine WWE-Blöd-Storyline bringen, wie sich Owens dann zurückkämpft oder irgendwas Blödes. Insofern kann man aus dieser Stipulation jetzt nicht mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit zum Schluss kommen, Owens muss das Match gewinnen, auch wenn vieles dafür spricht. So, unabhängig von der Art und Weise, wie das Match vom Ergebnis ausgehen wird, bin ich auch ehrlich gesagt nur so semi gespannt, wie die Ausführung des Matches als solches funktionieren wird. Denn für mich ist das Schema mehr oder weniger klar. Owens wird dieses Match führen, er wird alles reinlegen, was er hat, um mit Shane was Ordentliches auf die Beine zu stellen. Shane wird sich auch sehr bemühen und wir wissen, was es heißt, wenn Shane sich bemüht. Ich möchte nur an seine
harten Punches erinnern, die ja auch eine ganz eigene Ästhetik haben, um es auch mal wieder diplomatisch zu formulieren. Ich glaube, es wird ein durchschnittliches Match dabei rauskommen. Vielleicht noch der ein oder andere Spot von Shane, der über den Coast to Coast hinausgeht, den ich auch nicht mehr sehen kann, weil es eben ein Signature ist und nicht viel mehr. Vielleicht springt er auch wieder aufs Kommentatorenpult. Ich weiß es nicht. Das sind so die Sachen, mit denen man rechnen darf. Das ist alles immer sehr schön anzusehen, aber ersetzt kein wirklich gutes Match. Viele, habe ich auch gesehen und gehört, wollen Shane gar nicht mehr da haben. Es reicht, egal ob als Aktiver oder als Passiver. Mir ist Shane eigentlich egal, aber das Match als solches, und darüber geht es ja jetzt, es wird durchschnittlich, wenn es ja, wenn es so ist, wie ich es mir vorstelle, Wenn es Olli. gut wird, ja. Wenn es gut wird, ja. Ja, also ich kann das durchaus verstehen, dass viele keine Lust mehr auf Shane McMahon haben, weil seine Darstellung und sein Booking schon ziemlich nervtötend ist. Und eigentlich muss ich da zustimmen. Also mir gibt das Match so überhaupt nichts. Wir hatten die Fehde schon mal vor 2 Jahren. Wir hatten vor 2 Jahren schon ein Hell in a Cell Match zwischen den beiden. Jetzt nicht, was hier jetzt neu oder besser dann werden soll. Weil wie du schon angedeutet hast, Shane bringt halt jedes Match seine drei, vier Signatures. Ansonsten führt der Gegner das Match und das war's dann im Grunde auch. Ja. Also insofern, ja, also zum Matchausgang. Natürlich kann man jetzt Owens erst nochmal verlieren lassen, weil, keine Ahnung, Drew McIntyre oder Elias eingreifen. Aber selbst dann, wie du ja auch schon gesagt hast, ich glaube, wir hatten ja auch schon mal bei John Cena so eine Storyline, wo er seine Karriere beenden musste und war dann der Woche darauf bei den Weeklies, hat er sich quasi als Zuschauer ein Ticket gekauft und hat dann irgendwie eingegriffen und wieder eine Woche später war er dann quasi schon wieder Fulltime zurück. Also, Ja. sowas könnte jetzt hier vielleicht in der Art auch passieren, sollte man sich dafür entscheiden, Bane erst nochmal gewinnen zu lassen und dann quasi die Fehde noch ein bisschen zu ziehen. Großartig, Spannung oder jetzt Unterhaltungswert würde das jetzt in meinen Augen auch nicht bringen. Insofern ist es auch relativ wurscht, wer hier gewinnt. Weil wenn Shane gewinnt, dann wird Owens noch ein zweites Match bekommen und dann letztendlich die Fehde gewinnen. Könnte ich mir sogar gut vorstellen, dass es so läuft, dass man halt nochmal irgendein Gimmick-Match dann als zweites Aufeinandertreffen bringt. Aber wie gesagt, im Grunde interessiert der ganze Bums mich eigentlich eher weniger. Ja, Dito. Oh, das nächste Match, da kann man auch, finde ich, sehr geteilter Auffassung sein. Er ist wieder da. Brother Bray kommt zurück und tritt gegen Finn Balor an. Bray Wyatt, seit Monaten kein Gegenstand mehr der Show, hat auch eine Verletzung auskuriert, war dann weg. Ich meine, seine Affäre. Wie heißt sie denn Jojo. nochmal? Jojo hat mittlerweile ja auch das Kind zur Welt gebracht, meine ich. Also das ist dann auch alles safe. Und dann hat man ihn langsam wieder zurückgebracht mit dem Firefly Funhouse. Über dieses Firefly Funhouse wurde viel geredet, viel geschrieben. Die Kritiken darüber waren größtenteils durchaus positiv, muss man sagen. Fraglich war eben, wie kommt er denn zurück? Man hat sich dann für den Fiend, für den Unhold entschieden, der mit einer sehr gruseligen und schönen Maske, also schön im Sinne von gut inszeniert, jetzt zurückgekommen ist. Aber seien wir mal ehrlich, das war es dann auch mit den Blumen der Innovation. Sein Verhalten ist eigentlich das gleiche wie vorher auch. Er greift wahllos irgendwelche Leute an, faselt irgendwelchen Psycho-Hokuspokus daher und ich sehe jetzt nicht eine wirklich allzu große Änderung seines Charakters im Vergleich zu vorher, zumindest was sein Agieren während der Shows angeht. Das ist nahezu 1-1 Bray Wyatt nachher am Ende, wo er irgendwelche Leute angreift und als Erklärung irgendeinen mystischen Pseudo-Hokuspokus von sich gibt. Deswegen bin ich ein bisschen zurückhaltend. Klar, es liegt eine gewisse Spannung in dem Match, weil es das erste Match als Fiend ist. Ich bin mal gespannt, ob er die Maske aufbehalten wird. Davon können wir ausgehen, dass das nicht passiert. Insofern wird er dann spätestens im Ring relativ aussehen wie der alte Bray. Und wobei, naja, er hat die Haare ja auch so kurz geschoren jetzt an den Seiten. Na, müssen wir mal gucken.
Aber man darf dem mit einer gewissen Spannung zumindest entgegenblicken. Aber vielmehr ist es zumindest bei mir auch nicht. Denn dass Wilde das Match gewinnt, steht für mich mehr oder weniger fest. Denn Balor wird in eine Pause danach gehen, die ihm auch angeblich schon zugesagt ist. Ergo bleibt nur die Frage, was kann Bray Wyatt im Ring bringen? Zeigt er andere Sachen als früher und gibt er seinem Charakter im Ring neue Facetten? Und ich bin der Auffassung ist falsch. Ich glaube, dass das so wirklich spannend nicht wird mit dem guten Bray. Olli. Ja, grundsätzlich hast du es schon richtig gesagt. Also im Gimmick, mein klar, er heißt jetzt quasi anders. Er ist jetzt der Fiend. Statt vorher der Eater of Worlds. Aber im Grunde genommen ist es mehr oder weniger immer noch dasselbe wie vorher. Hatten wir auch schon in den letzten Wochen in den Podcasts angesprochen. Ja, zum Match. Das wird halt viel davon abhängen, was er jetzt zu leisten imstande ist. Hier dürfte klar sein, war ja schon klar, seitdem bekannt war, dass Baylor nicht als Demon auftritt. Und viel mehr kann man dazu nicht sagen. Also wenn wir jetzt halt abwarten, er war jetzt schon doch länger nicht mehr aktiv im Ring. Baylor ist natürlich ein starker Gegner, der normalerweise aus einem Gegner dann auch immer ein gutes Match ziehen kann. Ansonsten einzige Spannende wird halt zu sehen sein, wie man jetzt mit dem Ring umgeht. Anders als du gehe ich auch davon aus, dass er die Maske dann dauerhaft beibehalten wird. Wenn man noch so ein bisschen damit spielen will, ja, man hatte jetzt quasi nicht so das, was ich mir gewünscht hätte, das Sheet-Gimmick gebracht, aber man hat ja schon so ein bisschen seine beiden Charaktere, also einmal Bray Wyatt, der das Firefly Funhouse leitet und dann der Fiend, der halt quasi Leute attackiert und jetzt auch sein Innenring, sein Ring-Persona sein wird. Hat man ja schon so ein bisschen unterschiedlich. Ich denke mal, das wird man auch noch weiter beibehalten und deshalb wird Wyatt auch weiterhin seine Maske aufhaben. Also, dass er sie behält, davon gehe ich auch aus. Mir geht es nur darum, ob er sie im Ring. Ja, also gehe ich von aus, dass er während des Kampfes. Im kompletten Match. Hoho, bin gespannt. Also ich glaube das nicht. Das ist meiner Meinung nach auch das Spannendste an der ganzen Geschichte. Genau, wird er seine Maske aufbehalten oder nicht? Das wird uns beschäftigen. Mann, der arme Mann will denn da atmen? Wir werden das erleben. Die Luchadors können ja auch. Also von daher, wir schauen mal, was passiert. Hi, SmackDown Women's Championship. Bayley gegen Ember Moon, meine Güte. Ja, Baileys Push in den Himmel ging mal nach hinten los. Das hat nicht so richtig funktioniert. Schön, dass man ihr die Tag Team Championship gegeben hat. SmackDown Women's Championship gegeben hat. Alleine das Booking war immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Demnach ist Bayley irgendwie mittendrin, aber nicht wirklich dabei. So habe ich den Eindruck. Die Inszenierung und Aufbau des Matches gegen Ember Moon waren, ja, wie soll ich sagen, weder Fisch noch Fleisch. Also mal war sie facig, dann hat sie Ember Moon mit dem Belly-to-Belly angegriffen. Ach, ich weiß nicht. Das ist ein Match, das auf der Card ist, wo ich mich auch frage, ja, wenn es nicht da wäre, hätte es keiner vermisst. Ich weiß nicht, kann man da drin mehr sehen, Olli? Ja, also grundsätzlich sind ja beide gute Workerinnen, die aber, wie du schon richtig gesagt hast, auch beide so ein bisschen unter ihrem Booking im Main Roster leiden. Bei Ember Moon kann man jetzt sagen, war jetzt schon bei NXT nicht mehr so stark wie während Indie-Zeiten. Bei Bayley ist es natürlich wert. Da war sie bei NXT überragend im Main Roster. Ja, ist halt immer das alte Problem, dass sie nicht wissen, wie man gute Faces bookt. Und darunter hat jetzt auch so ein bisschen Bede gelitten. Also Moon hat ja dann schon eher so ein bisschen den heeligeren Part übernommen. Also sie war jetzt auch nicht ein klarer Heel und ohne ein richtig starkes Babyface funktioniert das dann eben auch nicht.
Und insofern kann ich schon verstehen, dass man jetzt auf das Match dann weniger gehypt ist. Und ja, also wrestlerisch muss man halt dann auch abwarten, wie viel Zeit die bekommen werden. Ich gehe mal davon aus, die werden nicht mehr als 10 Minuten bekommen. Weniger, glaube Insofern, ich. ja, insofern wird es halt maximal durchschnittlich. Also wenn's gut läuft, wie wir bei dem einen oder anderen Match sagen müssen. Wenn es gut läuft, dann wird es durchschnittlich. Wenn nicht, dann wird es nochmal einen deutlichen Tick. Ja, ein Tick. Deutlichen Ticken schlechter. Ach so. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, oder was ist das Gefühl? Ich höre manche Worte von dir heute wieder so ein bisschen abgehackt, bis dann irgendwie gar nicht. Das ist sehr unglücklich. Dazu kurz an alle Zuhörer. Wir haben heute nochmal ein anderes Aufnahmetool probiert. Das hat nicht funktioniert. Wir werden jetzt nächste Woche wieder ein neues probieren und hoffen, dass es dann mit den akustischen Geschichten endlich mal auf einem anderen Level sich bewegt. Unser Techniker ist da dran. Gott sei Dank haben wir ihn ja. Okay. Ja, wie gesagt, viel erwarte ich von diesem Match dann tatsächlich nicht. Und so blöd es klingt, hier gilt für mich, je kürzer, desto besser, weil dann ist es schneller vorbei, was sehr schade ist für beide Worker, denn die sind wirklich mit Potenzial auch ausgestattet. Die nächsten Mädels im Championship-Match. Die Raw Women's Championship. Ein Submission-Match ist es geworden. Becky Lynch gegen Natalya. Natalya irgendwie so in der Position, manchmal wochenlang nicht Gegenstand der Show. Wenn man dann irgendwie mal schnell einen Übergangskontender braucht, besinnt man sich ihrer. Nun ist man auch noch in Toronto. Welch Glück, dass Nettie zufällig Kanadierin ist. Packt man das dann da irgendwie rein, lässt ein paar Angriffssegmente von Becky Lynch gegen Nettie beim Training inszenieren, lässt Becky Lynch wieder irgendwelches Zeug faseln, was sie immer noch so Richtung Steve Austin für Arme meines Erachtens ansiedelt. Ja, und nun haben wir eben die Paarung Nettie gegen Becky. Gibt mir wenig. Also Nettie ist nicht schlecht im Ring. Becky ist auch absolut alles andere als schlecht im Ring. Aber ja, ich kann es nicht sagen. Es lässt mich absolut kalt, Olli. Ja, läuft halt so ein bisschen unter ferner Liefen. Also ich denke mal, viel könnte man hier theoretisch mit einem Titelwechsel retten, weil es dann, denke ich, schon einen relativ großen Pop auch geben würde. Aber ist halt die Frage, ob das jetzt wirklich so sinnvoll dann ist. Weil Ja. dann hat man Becky quasi komplett gekillt. Und wir hatten das schon mal, dass, ich weiß nicht, vor 2 Jahren hat man Nettie schon mal den Gürtel gegeben, mit der Begründung, ja, sie hat es dann, ich glaube, gegen Charlotte war es, sie hat sich immer so in den Dienst der Sache gestellt und dann als Belohnung und alle Fans haben sich dann gefreut, ja, und genau 1, 2 Tage und dann war Nettie ein relativ belangloser Champ, der auch entsprechend belanglos gebuckt wurde. Also, ich weiß nicht, ob es gut ist, für einen Pop in der Heimat einen Titelwechsel zu vollziehen, der in den Konsequenzen zumindest für Becky schlimmer wäre und auch Nettie als Champion nicht wirklich in höhere Overness-Kategorien katapultieren würde. Also eigentlich darf Becky den Titel hier nicht verlieren. Und ja, Ja, wir werden sehen. sehe ich auch so, aber dafür muss man dann halt, wie gesagt, im Zweifel ein schlechteres Match dann in Kauf nehmen. Becky bräuchte halt jetzt einfach mal bessere Gegnerin, als sie bisher hatte. Also ich meine, bei aller Liebe, aber Lacey Evans vorher war jetzt auch nicht sogar nochmal deutlich schlechter als Natalya. Wie du ja schon gesagt hast, war jetzt auch relativ lange raus aus den oberen Kartregionen. Und ich hoffe so ein bisschen, dass vielleicht die nächste Zeit dann doch nochmal Sasha Banks wieder zurückkommt. Du hast es so schön gesagt, sie braucht jetzt neue Gegnerin. Die Frage ist, wer soll da in Betracht kommen? Wir hatten eine Ronda Rousey, die dominant und bärenstark dargestellt wurde über Monate. Dann hat man als Gegengewicht Becky inszeniert und man kann nicht böse sein. Man kann mir ja auch sagen,
dass das mit Rhonda kann man so und so sehen. Mir hat es damals gefallen, das mit Rhonda zu gehen, auch die Inszenierung. Und es war auch ein gewisses Interesse und ein medialer Push da. Und dann gab es ja nachher dann die Leute, die sagten, ja, Becky Lynch ist eigentlich viel wichtiger vom Standing und das ist eine Wrestlerin von Geburt an, so nach dem Motto. Und Ronda bekommt alles, sag ich mal, von hinten rein und alles mit einem goldenen Löffel in die Wiege gelegt und so weiter und so fort. Ja, aber seit Ronda weg ist, ist da ein gewisses Loch. Sowohl was die Wahrnehmung im Mainstream-Bereich angeht, als auch was das Feuer der Women's Division angeht, als auch was die Glaubwürdigkeit neuer Gegnerin für Becky Lynch angeht. Denn Becky hat gewonnen, Lotte ist raus aus dem Rennen. Sascha Banks hat erstmal gar keinen Bock auf WWE im Moment, zumindest nach allem, was man so gehört hatte. Sie war ja absolut nicht glücklich mit dem Booking und ihrer Darstellung und wollte ja auch weg. Und dann ist da nicht mehr viel. Und wenn du Lacey Evans als Übergangsgegner inszenierst, dann weißt du, wo wir auf der Wertigkeit der Gegnerin angekommen sind, nämlich ganz unten. Also es wird sehr schwer, überhaupt mal wieder einen halbwegs glaubwürdigen Gegner für Becky Lynch zu inszenieren. Mir fällt da gar keiner ein. Ausnahme Sascha Banks, wenn du sie mit einem Paukenschlag zurückbringst. Aber sonst, wer denn, Olli? Ja, absolut, kann man so sagen. Ich meine, theoretisch könnte man, wenn man sie nicht unnötigerweise in einem Tag-Team verschwendet, das auch unter ferner Liefen unterwegs ist, könnte man Asuka Ja. oder Kairi halt bringen. Okay, Aber gebe ich dir recht. Aber was man mit Asuka im letzten halben Jahr gemacht hat, ist ja nur auch nicht das Ei des ja, Kolumbus. auch schon, als sie als Singles-Wrestlerin Ja, unterwegs war. gebe ich Gerade dir im recht. Vergleich zu ihrem NXT-Booking. Also das ganze Main-Roster-Auftreten von Asuka war semi-optimal, in Anführungszeichen. Ja, hat man erfolgreich in den 0815-Sumpf gekickt. Gut, schauen wir mal. Also, wo wir gerade bei diesen Matches sind, die mich nicht so richtig kicken. Das trifft leider auch auf die United States Championship zu, zwischen AJ Styles und Ricochet. Das sind Namen, wo man mit der Zunge zu schnallen hat als Wrestling-Fan. Die beiden hatten schon ein Match. Und das war in Ordnung. Es war gut. Aber es war nur gut. Jetzt haben wir eine Wiederholung dieses Matches beim SummerSlam. Die Bühne ist größer. Ob sie mehr Zeit bekommen, muss man sehen. Die Frage ist wieder, dürfen sie ein schönes Styles gegen Ricochet-Match machen oder müssen sie ein WWE-Match machen? Und da liegen tatsächlich meines Erachtens gewisse Räume zwischen diesen beiden Arten der Matches. Da ich nicht weiß, was auf mich zukommt, halte ich mich zurück. Da ich das letzte Match gesehen habe, was ich als gutes WWE-Match bezeichnen würde, befürchte ich, es wird sowas Ähnliches wiedergeben. Ich glaube nicht, dass wir das 4,5-Plus-Sterne-Match der beiden sehen, das ungefähr so bei 17, 18 Minuten angesetzt ist und wo es ab Minute 1 Intensität und spotlastig nach vorne geht. Befürchte ich einfach, dass es nicht kommt. Deswegen lässt mich diese Paarung kalt, was umso trauriger ist, als dass man weiß, was die beiden tun und im Ring veranstalten könnten eigentlich. Aber vielleicht weiß Olli, warum das Match vielleicht doch durch die Decke geht. Also 4,5 plus würde ich jetzt auch erstmal ausschließen. Das halte ich aktuell für weniger realistisch, aber im Grunde ist das Match für mich die einzige Ausnahme auf der Card. Also genau wie bei dir kickt mich eigentlich so kein Match wirklich, aber das Match könnte oder ist zumindest jetzt im Vorfeld die einzige Ausnahme, weil ich fand auch die Weekly Matches waren meiner Meinung nach schon ein bisschen besser als gut auch. Die beiden haben eine gute Chemie, die haben schon in den Weeklies den einen oder anderen krassen Spot gezeigt. Man kann hier halt natürlich nur hoffen, dass dann Anderson und Gallows nicht jetzt zu viel eingreifen, Match dann zu sehr stören und unterbrechen. Und dass die beiden eben auch genug Zeit kriegen. Aber dann bin ich mir auch relativ sicher, dass es schon in die Vier-Sterne-Region geht. Wäre auch schon was. Das stimmt. Ja, also wie gesagt, 4,5 plus, das ist halt aktuell einfach unrealistisch. Vor allen Dingen für einen Midcard-Titel. Aber 4 oder 4,25 kann ich mir hier schon sehr gut vorstellen. Ja, schade, ne? Denn
Was die Tiefe und die Qualität des Rosters angeht, das haben wir nur auch schon mehrfach gesagt, ist das WWE-Roster weltweit das Stärkste. Da gibt es auch keine zwei Meinungen, meines Erachtens. Okay, gibt wohl doch eine andere Meinung. Ist auch nicht New Japan. Ja doch, was denn sonst? Nein, doch nicht von Also, der Breite. ja, aber in der Spitze deutlich, Ja, aber ich deutlich rede doch nicht besser. von der Spitze, ich rede von der Breite. Ja, auch in der Breite würde, also wenn du Nee. ja mal guckst, wer bei New Japan so selbst in der Midcard nur rumläuft, also guck dir allein mal Ishii und Shingo an. Ja, aber das ist nicht jeder ist da ein Ishii und ein Shingo bei New Japan. Das sind ja schon die Stars der Midcard. Naja. Wo sind das denn die Stars der Midcard? Ishii ist nie über die Never Openweight Championship rübergegangen und Shingo war bis vor 2 Monaten noch ein Junior. Alles richtig, aber Breite heißt für mich die Anzahl der Worker und Ja, nicht aber die da Qual. hast du bei New Japan auch noch genügend gute Leute. Ich finde, da wird es langsam schon kritisch, wenn du mit Leuten wie Naja, du. Taichi ins G1 gehen musst. Gut, Gute Taichi ist jetzt die Nacht. Ausnahme. Du hast noch Juice, Evil und Sanada sind im Grunde genommen auch Midcard. Du hast, gut, Zack Sabre Jr. ist vielleicht obere Midcard, aber du hast noch Goto, der auch Midcard ist. Du hast jetzt Jeff Cobb, gut, der gehört jetzt eigentlich zu Ring of Honor, aber der ist auch ein Regular bei New Japan. Also ich finde, du hast auch in der Midcard deutlich oder sehr viele sehr gute Worker. Absolut, da will ich auch gar Lance nicht. Archer jetzt auch, was der in diesem G1 gezeigt hat. Da will ich gar nicht widersprechen. Also man kann ruhig sagen, alle, die im G1 antreten und nicht Main-Eventer sind, sind Mid-Kader und Bombe. Taichi nehme ich mal raus und über Yano kann man sich unterhalten. Aber bei WWE hast du Leute von ähnlicher Qualität in noch größerer Breite. Du hast rufst bei G1, sag ich mal, na, 10 bis 15 Mid-Kader dieses Potenzials sind, hast du bei WWE davon auch mal das Doppelte, wenn du NXT mit dazu nimmst, wenn du 205 Live mit dazu Ja, aber nimmst. die treten Ne? ja nicht alle im Main Roster auf. Nee, nee, ich meine auch jetzt nur WWE als Liga. Ich meine jetzt nicht nur das Main Roster, ich meine alles. Ja gut, WWE. aber WWE hat ja auch 3 oder 4 mal so viele Leute unter Vertrag. Das Also meine ich ja, deswegen rede ich ja von der Breite. In der Spitze. ja, aber du kannst sie ja nicht alle einsetzen. Nein, das Ich ist ja muss ja das. das bewerten, was dann letztendlich in den Shows auftritt. Das tue ich ja auch. Vollkommen richtig. Nur das Problem, was ich eben meine, wenn wir jetzt mal AJ Styles und Ricochet nehmen und die sind derzeit, na, sagen wir mal, Styles schon noch eher Upper-Card als Mid-Card. Ricochet ist derzeit Mid-Card. Die könnten, wenn du sie von alleine lässt, locker ein 4,5-Sterne-Match worken. Locker. Also da Ja, diskutiert. Das das haben steht für aber mich. beim G1 auch genügend Mid-Kader jetzt gemacht. Das wollte ich ja auch sagen. Das Problem bei WWE ist, und darauf wollte ich hinaus, in der Breite von der Anzahl der Worker, also und zwar übergreifend, NXT, 205 Live, Main Roster und so weiter, bleibe ich dabei, dass, sagen wir mal so, für mich ist es eine der am besten aufgestellten Liga der Welt in der Breite, für mich sogar die beste. Aber, darüber, das siehst du zum Beispiel ein bisschen anders, aber diese tollen Worker, die man hat, wenn man sie dann lassen würde, könnten da viele 4-Sterne-Plus-Matches wirken. Und über Styles und Ricochet müssen wir da, glaube ich, nicht streiten. Aber sie dürfen es nicht. Das ist ja das Problem. Bei New Japan lässt du sie ja von der Leine teilweise. Da hauen Ishii und Shingo 5-Sterne-Matches raus, so nach dem Motto. Das wird hier bei Styles und Ricochet unter dem WWE-Kreuz nicht möglich sein, weil es nicht gewollt ist. Das ist die Tragik, die ich meinte. Darauf wollte ich hinaus. Ja, also so gesehen gebe ich dir recht, aber wie gesagt, was bringen dir 300 Leute, wenn du in den Weeklies vielleicht nur 50 oder 60 einsetzen kannst? Ja, das ist scheiße. Natürlich, das ist Ja, aber auch eine Tragik. dann Und muss ich die. quasi die Breite daran bewerten, an den Leuten, die auch zur Verfügung stehen, beziehungsweise die auch eingesetzt werden. Und da sehe ich jetzt New Japan nicht schlechter besetzt. Nein, von dem, was eingesetzt wird, ist New Japan, sag ich mal so Pragmatik und Zweckmäßigkeit, ist New Japan Lichtjahre vor WWE. Ne? Also was die Inszenierung und das Einsetzen Ja, angeht. also jetzt würde ich halt auch nicht nur von der Inszenierung, sondern dann halt auch grundsätzlich von den Fähigkeiten
sagen. Ich meine, mir ist schon bewusst, dass bei WWE viele Leute auch deutlich bessere Matches worken können. Haben sie ja auch in der Vergangenheit bei New Japan oder in den Indies schon gemacht. Nur würde ich halt ganz grundsätzlich, also von dem, was bei Raw und SmackDown auftritt, würde ich jetzt nicht sagen, dass das Roster grundsätzlich, also auch vom Potenzial her, besser ist als das von New Japan. Nein, da gebe ich dir recht. Alleine weil Leute wie Corbin und Konsorten da rumlaufen. Na, das ist vollkommen klar. Aber wenn du rein nach wrestlerischer Qualität gehen würdest und die Leute einsetzen würdest, ne, Konjunktiv, wäre Dann WWE wäre New stärker Japan für mich besetzt. immer noch besser besetzt. Okay, das sehe ich anders, aber das ist ja auch gut. Man muss ja nicht immer einer Meinung sein. Man kann ja über vieles diskutieren. Okay, dann haben wir hier verschiedene Auffassungen und we agree to disagree, so nach dem Motto. Gut, Kofi Kingston gegen Randy Orton um die WWE Championship. Gute Güte. Ja, was soll ich sagen? Ich mag Orton nicht. Ich mag seinen In-Ring-Stil nicht. So cool er auch ist, ja, aber ich mag ihn nicht im Ring. Ich mag seine Art nicht. Das sind persönliche Eindrücke und Kofi Kingstons Run ist jetzt wrestlerisch in Ordnung. Nicht mehr. Wir haben es auch schon in der letzten Ausgabe gesagt. Ich persönlich bin nicht der Auffassung, dass Randy Orton und Kofi Kingston jetzt hier die Hütte abreißen werden, obwohl es ein WWE Championship Match ist. Orton ist für mich hier nichts weiter als ein Übergangsgegner. Dafür kam er zu schnell wie das Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Er war lange Zeit gar nicht mal wirklich relevant und präsent. Ja, gibt mir nix. Ja, da muss ich wieder den ja mittlerweile bewährten Spruch bringen: Wenn's gut läuft, dann wird's durchschnittlich. Also muss man Ja. halt leider bei der Erfahrung sagen. Ja, gehe ich mit. Weil, wie du schon gesagt hast, das haben wir ja auch schon in den letzten Wochen öfter angesprochen. Also wrestlerisch war der Run von Kingston jetzt okay, aber es war jetzt halt wirklich noch kein Bombenmatch dabei, bis auf den Titelgewinn gegen Bryan bei WrestleMania. Und Orton ist halt immer so eine Sache. Also, weiß ja, oder es werden ja viele wissen, dass ich früher ein sehr großer Randy Orton-Fan war. Ich bin auch immer noch der Meinung, dass er in den Nullerjahren wirklich ein herausragender Heel ist, einer der besten Heels aller Zeiten, der aus wirklich wenig, also er hat ja nie einen spektakulären Ringstil gehabt und immer relativ langsam geworkt, aber hat er immer aus wenig sehr viel rausgeholt. War immer over, aber so seit, also ich sag immer, die letzte gute Fehde war damals gegen Christian. Müsste so 2012, 2013 gewesen sein und seitdem ist halt sehr, sehr, sehr viel Leerlauf dabei. Also wenn Orton mal Bock hat, dann kann er immer noch mal das ein oder andere gute Match worken, aber die sind halt auch, wie der Amerikaner sagt, far and in between. Also vielleicht alle 3, 4 Monate mal und vielleicht haben wir Glück und dieses Match wird eben eines dieser Ausnahmen, aber so ganz großer Hoffnung bin ich dann da auch nicht. Nee, ich befürchte einfach ein ordentliches Weekly-Match vom Niveau her. Aber lassen wir uns überraschen. Hui! Als hätten wir es bei Mania nicht gehabt. Brock Lesnar gegen Seth Rollins. Wieder in der gleichen Ausgangsposition. Bei Mania war Lesnar Champion. Jetzt ist Lesnar auch wieder Champion. In der Zwischenzeit hat Lesnar kurz den Koffer gewonnen bei Money in the Bank. Hat tausendmal angekündigt, über Paul Heyman ihn einzusetzen, hat es nie getan. Irgendwann hat Heyman gesagt, das ist jetzt keine Ankündigung, das ist ein Spoiler. Heute wird Lesnar kommen. Und immer wenn ich sage Spoiler, dann kommt er auch. Er kam und hat nach dem letzten Pay-Per-View, meine Güte, welcher war es denn? Extreme Rules, den Koffer eingecasht und den Titel abgenommen. Dem guten, war es überhaupt Extreme Rules? Ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe schon wieder verdrängt. Ja, deswegen ist Lesnar jetzt wieder Champion. Rollins bekommt das Titelmatch trotzdem, nicht wegen einer Rematch-Klausel, sondern weil er es sich verdient hat in einer Battle Royale. Soweit, so gut. Man kann über die ganze Inszenierung geteilter Auffassung sein. Wo zumindest ich nicht mit mir ringe, ist die Meinung, dass die Inszenierung von Rollins im Rahmen der letzten Ausgabe von Monday Night Raw nur mit einem einzigen Wort zu beschreiben ist, nämlich erbärmlich. Also, das muss man sich mal vorstellen.
Ich versuche das mal kurz auf den Punkt zu bringen. Da kommt Heyman und Lesnar, oder kommen Heyman und Lesnar an den Ring. Heyman sagt, ich habe gehört, dass Seth Rollins tatsächlich hier sein soll heute. Der Mann hat offensichtlich mehr Eier als Verstand. Rollins kam, sichtlich angeschlagen, mit einem herrlichen Verband um seine Hüfte, um seinen Bauch rum, hinkend mit einem Stuhl, hat dann versucht, Lesnar anzugreifen, der hat ihn sofort abgefrühstückt und fertig gemacht. Dann sind die beiden, Heyman und Lesnar, raus und Rollins hat desillusioniert geguckt, hat ein Mikro genommen und gesagt, ich muss mir die Frage stellen, ob das alles noch das Richtige ist. Aber es ist das Richtige. Es ist alles, was ich wollte. Alles, was ich hab. Und am Sonntag, What Chance kam dann schon, werde ich gegen Lesnar gewinnen. Null Reaktion. Das verspreche ich. Was soll denn dieser Unfug, Olli? Ja, da kann ich dir beim besten Willen auch keine Antwort geben. Alter. Also, ja, ich sag mal so, die Darstellung als Face von Seth Rollins ist jetzt nicht erst seit dieser Woche unglücklich bis einfach nur schlecht. Das war aber sehr diplomatisch jetzt von dir, ja. Ja, also aus diesem Grund kann ich mich auch überhaupt nicht auf das Match freuen. Also, aber das schießt doch jetzt dem Vogel ab nochmal. Also das ist doch wirklich das Letzte vom Letzten, ihn so zu inszenieren. Also, selbst wenn er jetzt gewinnt, es glaubt doch kein Mensch mehr irgendwas. Ja, er wird doch nicht gewinnen. Also, hoffe ich jetzt auch. Ich auch! Wie gesagt, nach der Darstellung darfst du eigentlich nicht Champion werden. Oh Gott, es ist so traurig. Also, jetzt kann man ja sagen, ja, wer so erbärmlich dargestellt wird, das ist doch WWE, der muss den Titel gewinnen. Ja, aber selbst, also erstmal glaube ich es genau wie du nicht, aber selbst wenn, wen juckt es? Wer jubelt denn? Wer freut sich denn für so einen Deppen-Wischi-Waschi-Typen? Also, einen arroganten Spinner, egal. Ja, die Frage ist halt, wer würde denn sonst in Zukunft noch in Frage kommen? Als Contender? Ja, ja. Roman. Natürlich. Da haben wir aber wieder das alte Problem. Dann hast du wieder Lesnar und Reigns da um den Titel. Darauf wird es hinauslaufen, zu Mania. Bin ich mir relativ sicher. Ja, zu Mania, das ist ja noch fast ein Jahr hin. Ja gut, wen nimmst du als Übergangstypen? Lass mal überlegen. Ja, das Styles. Ist ja aber auch das Problem. Nee, Styles hattest du schon alles. Du hattest schon Lesnar gegen Joe, du hattest schon Lesnar gegen Styles. Deswegen war ich ja auch kein großer Fan davon, dass Lesnar den Koffer gewonnen hat und jetzt auch wieder Champion ist. Obwohl ich ja grundsätzlich Lesnar immer so ein bisschen verteidige, weil ja viele immer meinen, ja, Lesnar wäre ja kein guter Wrestler, was Doch. Meiner Meinung nach kompletter Quatsch ist. Also Lesnar ist mit einer der besten Wrestler, die gibt. Gerade in seiner Prime in den Nullerjahren hat er einige Matches, die durchaus auch 5 Sterne verdient hätten oder zumindest nah an den 5 Sternen waren, abgeliefert. Und auch jetzt, also er hatte in seinem jetzigen Run auch sehr gute Matches. Was halt immer so ein bisschen problematisch ist, ist, dass halt Vince McMahon immer sehr auf, oder gewisse Sachen halt immer tot reitet und halt sehr auf diese Suplex City Geschichte steht. Deswegen halt immer sehr viele Suplessen in den Matches angewandt werden und quasi deshalb die Matches immer so ein bisschen eintönig sind. Aber Lesnar hatte ja auch beispielsweise gegen Styles wirklich ein sehr gutes Match gegen Daniel Bryan. Also hat jetzt auch in seinem Run deutlich über 4 Sterne Matches schon geworkt. Deswegen nehme ich ihn da immer so ein bisschen in Schutz, weil ja viele halt meinen, er könnte halt nichts oder kann halt nur suplessen. Aber was halt an der Kritik schon stimmt, ist, dass halt Lesnar einfach zu dominant und zu penetrant gebuckt und dargestellt wird. Das wird halt auch das aktuelle oder das Problem im aktuellen Titelrun sein, weil wie gesagt, er hat quasi schon alle Leute einmal durchgehabt. Gegen wen willst du ihn jetzt nochmal stellen dann? Ja, absolut berechtigte Frage. Also
Erstmal sehe ich es genau wie du, dass Lesnar ein sehr guter Worker ist. Du hast sehr schön die Matches gegen Styles und auch vor allem gegen Bryan, das ich großartig fand, aufgezählt. Man kann auch noch das Match gegen Finn Balor dazu zählen, das auch sehr ordentlich erzählt war, finde ich sogar sehr gut erzählt war. Er kann nichts dafür, dass man ihn gegen Worker wie Strowman stellt, wo eben nicht viel rauszuholen ist manchmal. Ne? Oder auch gegen Goldberg, wo sogar noch einiges rausgeholt wurde bei WrestleMania vor gut 2 Jahren. Das, wie gesagt, Lesnar tut das, was er machen soll, wenn er dafür Geld kriegt. Und was Lesnar auch überragend gut kann, ist sellen. Er hat überragend für Bryan und Styles und auch für Balor gesellt. Ja, er ist sich ja auch meistens nie gerade dann irgendwelche Bumps noch, also auch Genau. durchaus härtere Bumps zu nehmen, im Gegensatz Richtig. zu einigen anderen Teilzeit-Wrestlern. Ansonsten soll er doch gegen Miss oder Ziggler nochmal fehden und dann ist Reigns Gott dann gegen Ende des bewahre. Jahres bereit, da einzutreten. Denn Reigns wird ja auch, welche Überleitung, wohl erstmal mit Daniel Bryan es zu tun bekommen. Ein Match, das nicht auf der Karte steht. Ein Match, das wohl auch nicht mehr kommt. Ein Match, das Vielleicht ein. kommt der Roman Reigns gegen Buddy Murphy. Das wollte ich gerade sagen. Ein Match, das mehr ein Mysterium ist als irgendwas anderes. Was ich sogar gut finden würde, wenn es von Anfang an denn wenigstens so geplant wäre, wer wird denn jetzt der Gegner von Reigns beim SummerSlam? Und man hätte von Anfang an gewusst bei WWE, wie man es machen möchte. Man weiß es aber nicht. Man weiß es wirklich nicht. Ursprünglich war ange. Also allein schon, wir nehmen jetzt Freitag auf. Übermorgen ist der SummerSlam. Und kein Mensch weiß, was mit Roman Reigns passieren soll. Zunächst hieß es Reigns gegen Bryan. Bryan habe das Gerüst umgeschmissen. Dann hat man es so inszeniert, dass man irgendwie Eric Rowan bei dem Autounfall gesehen haben wollte. Angeblich hat Buddy Murphy ihn gesehen. Manche haben Nee, nee. Samoa Joe. Was? Das war schon auf das mit dem Gerüst dann bezogen, Rowan gewesen sein soll. Bei dem Autounfall gab es jetzt quasi noch keine Information oder Ach Vermutung, wer so, ich das war. dachte, das bezog sich auf den Autounfall. Nee, 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 das bezog sich auf die ja, Gerüst oder was auch immer Ach das dann war, Szene. so, das habe ich falsch verstanden, weil der Autounfall war ja am Montag und Dienstag hat sich Reigns ja Murphy geschnappt und zum Dialog gebeten. Und ich dachte, dass das. Okay, gut, dann habe ich hier einen Fehler gemacht. Ist ja auch egal. Also es gab ein umstürzendes Gerüst auf Reigns am Dienstag letzter Woche. Dann gab es diese Woche einen Autoangriff auf, also unglaublich schlecht, auf Roman Reigns mit anschließender Fahrerflucht, wo man noch bis nach der Werbung gewartet hatte. Alles unglaublich. Dann hat Ja, sich. 5 Minuten stehen geblieben. Ja, dann hat sich Reigns als Detektiv versucht und ist einer heißen Spur nachgegangen. Buddy Murphy wollte was gesehen haben und er hat Rowan gesehen. Wie ich jetzt gerade gelernt habe, nicht beim Auto, sondern bei dem Gerüst. So, dann hieß es eben, es kommt zur Paarung Reigns gegen Bryan. Dann hieß es, nee, weil der gute Samoa Joe sich ja lauthals beschwert hat gegen eine Vorverurteilung von Seiten des dusseligen WWE-Universums und der dusseligen Kommentatoren und sagte, ich war es nicht, ich fordere eine Entschuldigung, um dann heldenhaft dem guten Reigns Recht auch. beizustellen. Bitte? Zu Recht auch. Also die Genau. Argumentation von Michael Cole war ja so schwachsinnig. So was Dummes habe ich ja noch nie gehört. Ja, Unschuldsvermutung gilt bei WWE nicht. Wir machen das wie früher mit den Hexen. Die Mehrheit entscheidet, wer es war, und dann wird erstmal verbrannt und hoffen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde. Joe hat das Gerechtigkeitsdefizit angeprangert und wollte dann von Reigns eine Aussprache und hat dann aber dem guten Reigns nachher geholfen nach der Autounfallattacke. So, das hätte man als eine, ja, interessante Storyline ja durchgehen lassen können. Aber die wissen überhaupt nicht, was sie wollen. Die wissen es wirklich nicht. Angedacht war wirklich Reigns gegen Bryan. Dann war angedacht, Reigns und Joe, jetzt als freundliches Face von nebenan, als die Samoan, was ich was Connection, gegen Rowan und Bryan. Und jetzt, also dieses Match haben wir übrigens bei uns im Roundtable noch als solches vorbesprochen, weil wir dachten, das kommt. Jetzt heißt es allen Ernstes, Bryan kein Match, dafür eventuell Reigns gegen Murphy. Was willst du dazu noch sagen? Ich bin sprachlos. Also, man muss ja da auch das Creative Team, beziehungsweise Eric Bischoff, wenn er denn letztendlich
dafür verantwortlich war, so ein bisschen in Schutz nehmen, weil theoretisch hatten sie ja schon einen Plan. Nur war das Problem, dass Vince McMahon in den letzten 2 Wochen SmackDown jeweils kurz vor Schluss nochmal komplett umgeworfen hat. Aber es kann doch nicht sein, dass vorm SummerSlam, 2 Tage vorm Ja, SummerSlam. natürlich nicht. Aber wie gesagt, da muss man halt das Creative Team schon in Schutz nehmen. Also die werden, denke ich, schon einen durchaus längerfristigen Plan gehabt haben. Nur bringt das halt nichts, wenn Vince dann wieder 2 Wochen in Folge kurz vor Schluss alles umschmeißt. Recht hast du. Meine Ausführungen bezogen sich nicht auch nicht auf das Creative Team, sondern auf WWE im Allgemeinen. Was heißt Vince McMahon? Also muss man ja so deutlich sagen. Na, der entscheidet ja alles, was passiert. Der weiß nicht, was er vorhat beim SummerSlam. Und das betrifft, wie gesagt, zwei der größten Stars der Liga, nämlich Roman und Daniel Bryan. Ich bin sprachlos. Ja, Ja, ich deswegen gehe, wird. Ja, nee, Entschuldigung. aber ich gehe mal davon aus, dass es halt letzten Endes dann darauf hinauslaufen wird, dass Rowan dann halt quasi ähnlich wie damals Rikishi gegen Steve Austin hat er ja quasi The Rock einen Gefallen getan und jetzt wird man, denke ich, das auch so ein bisschen kopieren. Man hat ja schon in den letzten Wochen, hatten wir auch schon in dem Podcast so besprochen, man hat ja immer wieder mal so ein paar kleine Anleihen aus der Attitude-Ära genommen und ich gehe mal davon aus, dass man jetzt hier quasi dieselbe Storyline bringt. Also damals hat ja auch Rikishi dann Stone Cold mit dem Auto angefahren und das quasi für seinen Freund The Rock getan. Und genauso wird es jetzt quasi hier mit Rowan und Daniel Bryan dann wahrscheinlich ausgehen. Und welches Match kriegen wir beim SummerSlam? Ja, wenn dann Reigns gegen Murphy. So ein Ja, Schwachsinn. das mit Bryan hielt man sich. Also beim nächsten Pay-Per-View kommt dann halt Reigns gegen Rowan und dann beim übernächsten Pay-Per-View kommt Reigns gegen Bryan. Ja, du musst ja dann, hast du doch selbst gesagt, du musst ja doch jetzt Reigns erstmal aufsparen. Der darf da erst frühestens beim Rumble gegen Lesnar wieder ran. Das ist alles so traurig. Und Daniel Bryans große Karriere verändernde Ankündigung ist auch im Land der guten Vorsätze Ja, stecken da hat man geblieben. wahrscheinlich wirklich noch nie einen Plan für gehabt. Oh, Leute, das ist alles so herrlich. Und eine Ja. Sache muss ich noch anmerken. Gerne. Also es wurde mal wieder deutlich erwiesen, dass im Filmbusiness viel durch Connections läuft. Weil ganz ehrlich, selbst ich bin ein besserer Schauspieler als Roman Reigns. Also tut mir leid. Was denn, Fast and Furious oder wo hat er, wo, nee, in welchem Film war das denn, wo Reigns Ja, mit keine Rock Ahnung, bei gespielt hat? mehreren, aber also tut mir leid, schon hier die Mimik bei dem Gerüst war ja schon in der Katastrophe, aber jetzt auch das Segment dann mit Buddy Murphy, also wo er so ein bisschen Verhör gespielt hat So bei Detektiv. Charakterschauspieler. Also tut mir leid. Reigns im Programmkino. Also der Mann ist für die großen Rollen geschaffen hier. Also Detektiv und vor allem, er hat doch, glaube ich, sogar, als er krank war und die WWE Auszeit hatte, hat er doch einen Film auch mit Ja, The Rock zusammen mit gemacht. Rock. Aber das war aber nicht Fast and Furious. Da ist der John Cena jetzt dabei im neuen. Aber ich weiß nicht, welcher Film das war. Ich weiß nur, dass Dave Meltzer wohl berichtet hat, dass er den gesehen habe. Und in einer Szene, ich weiß jetzt wie gesagt nicht, welcher Film das ist, ich musste mich mal schlau machen, Ja, macht er hat dann da, glaube ich, wohl. auch keine große Rolle gespielt. Also war da in ein paar Szenen in dem Film zu sehen oder so. Genau, in einer Szene macht er dann diesen vor dem Spear, diesen Uah! Und im Publikum, im Kino wusste keiner, was das sollte. Also kein Höhe, WWE, super, keiner wusste, wer dieser Mann ist und was er da gerade macht. Das hat sich Vince wohl auch anders vorgestellt, Ja, doch, aber. er ist jetzt, glaube ich, auch hier in diesem Fast and the Furious Spin-off dabei. Also sagt zumindest seine Wikipedia-Seite. Ja, Spin-off, ne? Aber Cena ist doch im richtigen Fast in der Franchise dabei. Keine Im Ahnung. Nach dem zweiten Teil habe ich keinen mehr gesehen, weil es danach quasi nicht mehr um die eigentliche Storyline ging, sondern halt einfach immer nur noch um irgendeinen Bullshit. Achso, ich habe nicht einen einzigen von den Filmen gesehen. Ich kann da Die also gar ersten nicht zwei waren gut, mitreden. also die kann man sich angucken. Den dritten vielleicht auch noch, aber danach ist halt alles nur noch auf die 0815 Action Explosion Michael Bay Kinoschiene. Ist denn überhaupt Dings noch dabei, mit dem die Serie losging? Wie heißt er denn? Der super Typ mit keinen Haaren? Also egal. Ja, Vin Diesel ist noch dabei, Okay, der ist aber noch dabei. Das Paul wusste ich jetzt nicht. Walker ist ja nicht mehr dabei, der ist ja gestorben, er hat ja einen Autounfall gehabt. Siehst du, was ich alles nicht weiß.
Da fehlt es bei mir. Beim Popcorn-Kino muss ich noch einiges aufholen. Da bin ich Nee, zu weit aber wie drauf. gesagt, selbst für die Rolle ist Roman Reigns eigentlich zu schlecht. Also da können die Leute so viel lachen, wie sie wollen über John Cena und dem seine schlechten Filme oder auch früher The Rock. Meiner Meinung nach ist The Rock auch immer noch kein guter Schauspieler, auch wenn er jetzt quasi der bestbezahlteste Schauspieler in Hollywood ist. Aber so einer wie Roman Reigns, der dürfte eigentlich nicht mal in irgendwelchen Trash-Filmen mitspielen. Ah, für Sharknado reicht's vielleicht noch. Gut, das ist der SummerSlam. Ja, da Die war Brock Vorbesprechung. Lesnar doch auch mal dabei. Ist Echt? quasi, ja, ich meine schon, der hat doch mal Hi, oder ist, ich glaube, kann auch sein, dass es nur ein populäres Meme ist. Also es gibt auf jeden Fall so ein Bild, wo Brock Lesnar einem Hi einen F5 verpasst. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das irgendeiner einfach nur zusammengeschnitten hat und das dann populär geworden ist oder ob er tatsächlich in einem Sharknado-Teil aufgetreten ist. Da Das google ich mal. müssen wir mal Julian, also unseren Sekatec, fragen. Da hat er, glaube ich, alle Sharknado-Filme schon drei oder viermal gesehen. Das google ich gleich selbst mal. Ich meine, Opa Kurt habe ich gesehen. Rollins war auch mal da. Aber Lesnar, das müsste ich gleich mal nachforschen. Wir werden das erleben. Das mache ich gleich, wenn du ausführlich ein Match besprichst bei NXT TakeOver. Das ist nämlich die nächste Ah ne, ich Show. hab's gerade selbst gefunden. Was denn? War tatsächlich eine Werbung für den SummerSlam 2003, wo Brock Lesnar einem Hai einen F5 verpasst hat. Ich wollte gerade sagen, Also es also war sogar ein eine WWE-Promo. weil so abgewrackt ist Lesnar, glaube ich, noch nicht, dass er bei den Sharknado-Filmen mitspielt. Das hätte mich jetzt Ne, ich gewundert. kenne halt nur das Bild. Ich bin jetzt irgendwie halt davon ausgegangen, Das Bild kenne ich auch. dass er eventuell mal da aufgetreten ist für einen F5. Da ist er noch sehr jung auf dem Foto, genau. Das weiß ich noch. Fand ich auch putzig. Gut, kommen wir zu TakeOver oder wie ich sage NXT, die Indie-Klau-Liga. Und mittlerweile kriegen die Indies oder auch Ring of Honor immer größere Probleme. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben das schon mal besprochen. Wir gehen rein in die Matchcard. Wir müssen ja heute noch fertig werden. Singles-Match. Io Shirai gegen Candice LeRae. Problem bei der Sache, Olli und ich waren in den letzten Wochen so im G1 und auf den Marktführer und AEW beschäftigt, dass wir tatsächlich NXT mehr oder weniger links liegen lassen mussten. Wir können also jetzt rein bei dieser Vorbesprechung nur auf das wrestlerische Element eingehen. Und da bin ich bei Io Shirai gegen Candice LeRae gespannt, denn über Io Shirais Fähigkeiten muss man, glaube ich, nicht sprechen. Candice LeRae ist eine gute bis richtig gute Workerin, der allerdings so ein bisschen der Ruf vorauseilt, den ich sogar ein Stück weit teilen kann. Vor allem, wenn man sich von PWG mal ein paar Bola-Matches anguckt, dass sie eigentlich mit Jungs bessere Matches worked als mit Mädchen. Und deswegen bin ich gespannt, wie es Candice LeRae mit Io Shirai hier in einem Singles-Match hinbekommt. Übrigens, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Takeover-Event, wo wir zwei Singles-Matches von Mädels auf der Card haben. Also das müsste ich nochmal verifizieren. Da bin ich mir Aber nicht sicher, aber es könnte sein. deswegen habe ich es noch ein bisschen in Anführungsstriche oder in den Klammern gesetzt. Ich bin mir nämlich auch nicht sicher, deswegen ist es ein Eindruck. Ja, was sagst du, Olli? Ich glaube, könnte schon interessant werden. Grundsätzlich hast du recht. Also der Meinung bin ich auch oder der Auffassung bin ich auch, dass Candice am besten quasi in Intergender-Matches funktioniert. Jedoch muss man hier sagen, Io tritt ja jetzt seit einigen Monaten schon auch mit neuem Look als Heel auf. Gefällt mir auch sehr gut, bringt sie wirklich sehr gut rüber. Hätte ich auch ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Ich hatte mir aber auch eigentlich gewünscht, dass sie als Face quasi den Titel gewinnt, aber letztendlich hat sie ja dann gegen Shayna immer verloren. Aber jetzt ihr Heel-Gimmick gefällt mir wirklich sehr gut und sie tritt damit auch so ein bisschen dominanter und körperlicher auf als vorher als Face. Und da könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es dann auch in der Paarung passt. Also wenn Io quasi den dominanten und auch körperlichen Teil übernimmt, dass sie das dann so ein bisschen emulieren können, was Candice halt quasi in Intergender-Matches abliefern kann. Also ich bin ja zumindest guter Hoffnung, dass die beiden auch ein gutes Match dann auf die Beine stellen werden.
Ja, Ich das gehe halt denke auch ich auch. dann davon aus, dass IO dann letztendlich auch klar gewinnen wird. Ja, denke ich auch. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob Candice LeRae schon mal ein Takeover-Match vorher hatte. Sie war meines Erachtens immer als Begleitung von ihrem Ehemann immer da, von Johnny Gargano. Ich war, also sie hatte Weekly Matches hatte sie, klar, aber ich weiß nicht, ob sie schon mal ein Takeover-Match hatte. Das müsste man auch nochmal überlegen. Insofern spricht viel für Io Shirai, die dann vielleicht auch für Höheres dann positioniert wird. Wir schauen mal. Von dem nächsten Match erwarte ich mir sehr viel. Die North American Championship Match. Hier steht bei uns noch Singles Match, aber eigentlich müsste es ein Triple Threat Match sein, denn Velveteen Dream gegen Pete Dunne gegen Roderick Strong haben wir hier. Und also, das wird für mich so eine Art Show-Stealer-Potenzial haben. Pete Dunne ist ein überragend guter Worker. Roderick Strong ist ein sehr starker Worker und Velveteen Dream ist ein guter bis sehr starker Worker. Spots wird es hier geben. Stiff wird es auch werden. Und je nachdem, wie man die Matchgeschichte erzählt und die Spots setzt, also ich lasse es auf mich zukommen, aber ich glaube, es könnte richtig, richtig gut werden. Richtig gut, Olli. Ja, definitiv. Allerdings muss ich sagen, weil du ja gesagt hast, wir hätten noch ein Singles-Match stehen. Ehrlich gesagt wäre mir sogar ein Singles-Match lieber, allerdings zwischen Pete Dunne und Roderick Strong. Wollte ich gerade sagen, Dream. Was jetzt leider in dem Fall nicht zustande kommt, aber ja vielleicht bei einem der nächsten Takeover-Specials dann zustande kommen kann. Denn ich denke, es ist auch so langsam mal Zeit für einen Titelwechsel. Der gute Velveteen Dream ist ja jetzt doch schon, ja, ich glaube schon über ein halbes Jahr Champion. Und man wird, denke ich, auch Pete Dunne nicht umsonst vom UK-Roster zum normalen NXT-Roster verschoben haben. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass der gute Pete Dunne hier den Titel gewinnt. Und dann vielleicht nochmal langfristig aufgebaut wird für die große NXT Championship. Und wie gesagt, ich denke, gerade in Zukunft hätte dann Pete Dunne gegen Roderick Strong viel Potenzial. Ich gehe mal davon aus, die beiden werden auch hier in dem Match viele Passagen gegeneinander worken. Velveteen Dream hat halt auch so seine ein, zwei guten Spots immer, ist auch ein relativ guter Seller. Also insofern wird da, denke ich, auch bei den dreien zusammen die Chemie stimmen, aber ehrlich gesagt wäre mir halt ein Singles-Match zwischen Dunn und Roderick Strong eigentlich am liebsten. Ja, das wäre wrestlerisch ein kleiner Leckerbissen, das glaube ich auch. Aber du kannst es hier eben nicht machen, weil der Champion muss ja auch noch mit dabei sein. Und ohne Velveteen Dream geht es dann in diesem Match dann noch nicht. Aber für später vielleicht. Schauen wir mal. Ja, die Tag Team Championship. Bin ich mal gespannt. Die Street Profits als amtierende Champions, auch wenn sie häufig bei Raw und SmackDown rumlungern, gegen die Undisputed Era, Bobby Fish und Kyle O'Reilly, die dann mal wieder ein Tag-Team-Titel-Match bekommen. Jetzt kann man sagen, Undisputed Era sind immer würdig, ein Titel-Match zu bekommen. Ich gehöre dazu. Man kann aber auch sagen, wenn sie jetzt schon wieder ein Titel-Match bekommen, dann scheint es mit den anderen Teams noch nicht so weit her zu sein. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, wie so oft. Die Forgotten Sons, finde ich, haben ein gewisses Standing. Und sie treten, sehe ich auch gerade, in Dark Match gegen Breezango an, die ist jetzt auch bei NXT verschlagen. Fandango also wieder fit und demnach jetzt mit Tyler Breeze zusammen als Breezango bei NXT, was auch so ein bisschen zeigt, dass man bei NXT dann jetzt auch Main-Roster-mäßige Tag-Teams reaktiviert. Also ich bin gespannt. Ich habe die Street Profits bei WrestleMania, am WrestleMania-Wochenende bei Takeover Live gesehen. Da haben sie im Dark Match hier gegen Adrian Severe, ich weiß gar nicht, wie er jetzt im Moment heißt, und noch im anderen ein Match geworkt. Das war okay. Wrestlerisch halte ich sie jetzt nicht für so bärenstark. Ihre Qualitäten liegen eher im Entertainer-Bereich. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Undisputed Era gewinnt. Ich gucke mir dieses Match relativ
gespannt an, weil ich so viele Street Profit Matches noch nicht gesehen habe und die Undisputed Era als Tag Team einfach bärenstark sind. Wird ein gutes Match, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, hier ist für mich auch relativ viel offen. Wie du schon gesagt hast, zum einen der Ausgang, also es wird halt auch viel davon abhängen, wie man in Zukunft jetzt mit den Street Profits umgehen will. Ja, schon Teil der Main-Shows ist dann halt die Frage, wann man oder ob man sie überhaupt komplett hochziehen will. Je nachdem wird ja auch, denke ich, entweder ein Titelwechsel kommen oder nicht. Wie du schon gesagt hast, die Undisputed Era kann man eigentlich immer zu Champions machen. So ein bisschen wie früher die Young Bucks bei diversen Ligen, beziehungsweise auch bei New Japan. Und letztendlich wird dann eben, wie gesagt, viel von der Planung abhängen zum Match an sich. Ja, ich sehe vielleicht die Street Profits sogar ein bisschen stärker wrestlerisch als du. Sie haben halt vor allen Dingen im athletischen Bereich ihre Stärken. Also vor allen Dingen eine unglaubliche Sprungkraft entwickeln die beiden. Muss man halt so ein bisschen warten, mal abwarten, wie sich das in einem quasi Two-on-Two-Match mit Kyle O'Reilly und Bobby Fish verträgt, die ja auch beide zwar High-Flying-Moves zeigen können, aber ja doch eher einen Mat-Wrestling-Stil haben, viel mit technischem Wrestling und Grappling, Submission-Wrestling. Aber Potenzial hat die Paarung, denke ich, auf jeden Fall. Nur glaube ich jetzt nicht, dass es hier unbedingt über 4 Sterne oder ob dass es unbedingt die 4-Sterne-Grenze knackt. Das glaube ich auch nicht. Da gehe ich mit. Wobei die Stärken bei NXT TakeOver waren meistens die Tag-Team-Matches. Ja, mal schauen. Ich bin aber auch eher zurückhaltend, ob ich hier auf die 4 Sterne gehen würde. Lassen wir uns überraschen. Die Mädels bekommen ihr zweites Match. Die NXT Women's Championship steht auf dem Programm. Shayna Baszler, gefühlt seit 100 Jahren Champion, verteidigt gegen Mia Yim. Mia Yim fand ich immer klasse. Sie hat ja auch nun schon wirklich so ziemlich alles hinter sich, was es so geht. Sie war bei CZW, sie war bei Shine, sie war bei Shimmer, da habe ich sie mal gesehen. Sie war auch bei TNA und Impact Wrestling, war da auch bei Shine und Impact Wrestling, meine ich, auch mal Champion. Ja, sie war Knockout-Champion, habe ich gerade gesehen. Also die hat schon eine ganze Menge hinter sich. Ich halte sie auch für eine wirklich großartige oder gute bis großartige Workerin. Es gibt ja, man hat ja immer so seine Workerinnen und Worker, die man besonders gerne mag. Bei mir sind zum Beispiel bei New Japan Ishii und Ospreay, bei WWE ist es Daniel Bryan. Und Mia Yim gehört zu denen, die ich eigentlich sehr gerne sehe. Ich habe sie jetzt bei NXT nur 1-2 Mal gesehen. Sie ist derzeit, sagte Olli, so ein bisschen bitchig drauf, heelig drauf. Was mich wundert, weil eigentlich ist Shayna Baszler ja auch ein bisschen heel. Ich weiß jetzt nicht, wie die Storyline-Entwicklung bei NXT ist. Ob man mir Yim jetzt eher Face oder Baszler zum Face, keine Ahnung. Deswegen kann ich nur auf das Wrestlerische eingehen. Und da glaube ich, dass das Match eigentlich gut wird. Shayna Baszler-Matches sind immer im Bereich 3 Sterne plus, ohne an die 4 Sterne ranzugehen. Manche regen sich auch sehr, sehr über ihre Matches auf. Finden sie langweilig. Kann ich im Ansatz nachvollziehen. Ich sehe sie aber eben ein bisschen stärker, weil ihre Ringpräsenz großartig ist und sie mit dem, was sie kann, sehr viel rausholt. Die Frage ist jetzt, ob es ein Mia Yim oder ein Shayna Baszler-Match wird. Ich befürchte, oder ich glaube eher an Shayna Baszler-Match. Lass mich aber gerne überraschen. Gibt Schlimmeres? Ich glaube, auch das wird absolut in Ordnung hier. Olli. Ich würde zumindest sagen, dass jetzt keine von den beiden quasi ein klassisches Face ist, wie wir das vielleicht von Bayley noch aus NXT-Zeiten kennen. Im besten Fall kann man das vielleicht mit Asuka zu ihrer Face-Zeit vergleichen, die ja dann auch immer doch relativ viele Ecken und Kanten hatte und halt auch immer bisweilen dann doch immer mal noch ein bisschen heelig aufgetreten ist. Meiner Meinung nach wäre es hier auch an der Zeit dann für einen Titelwechsel. Also ich glaube nicht, dass man mit Shayna Baszler noch viel bei NXT anfangen kann. Sie hat jetzt quasi auch schon gegen jeden oder gegen jede ernstzunehmende Gegnerin ihren Titel verteidigt. Und dem Main-Roster würde, denke ich, auch mal wieder eine Frau, die auch in den oberen Card-Regionen mitspielen kann, ganz gut tun.
Auf der anderen Seite würde man hier mit Mia Yim mal wieder ein relativ neues Gesicht pushen. Also ich muss auch sagen, bei NXT habe ich sie jetzt bisher noch nicht oft gesehen, was auch daran liegt, dass sie ja quasi bei den Takeover-Specials bisher noch nicht in Erscheinung getreten ist. Aber ich bin auch im Grunde ein Fan von Mia Yim. Ich kenne sie ja noch ein bisschen länger als du. Ich kann mich noch daran erinnern, da war sie, glaube ich, auch noch relativ neu im Business. Sie war früher noch früher bei Ring of Honor, bevor sie bei Combat Zone, bei Shine etc. angetreten ist. Da war sie aber hauptsächlich die Managerin bzw. die Begleitperson von Prinz Nana bei der Embassy. Aber sie hat auf jeden Fall sehr viel Charisma. Ich finde sie gerade, wenn sie als Heel wirkt, auch sehr stark am Mic. Im Ring ist es halt so eine Sache, also sie ist definitiv nicht schlecht, aber ich würde sie jetzt auch nicht auf eine Stufe mit den Besten stellen. Aber ich denke, hier hat man wirklich die Möglichkeit, dann mal ein neues Gesicht wieder an die Spitze zu bringen und dann auch ein paar frische Geschichten zu erzählen. Und deswegen plädiere ich hier auch sehr stark auf einen Titelwechsel. Oha, das wäre ja was. Bin ich gespannt. Jo, bleibt der Main Event und den kennen wir mittlerweile schon. Genau genommen kennen wir ihn, glaube ich, seit den letzten beiden Takeover-Events. Bei WrestleMania hatten wir Cole gegen Gargano. Bei dem Money in the Bank Takeover hatten wir Cole gegen Gargano. Und jetzt haben wir wieder Cole gegen Gargano. Man hat da jetzt ein bisschen Pfeffer reingebracht, indem man das Ganze Two out of Three Falls genannt hat. Und ich meine, jeder durfte bei den ersten beiden Falls die Stipulation aussuchen. So richtig spannend waren die Stipulations nicht. Ich weiß gar nicht, wie die beiden sind, ehrlich gesagt. Aber irgendwie hätte man da richtig, richtig. Fight und Singles Match. Singles Match. Geil. Also. Das ist ja mal wirklich was Außergewöhnliches. Gut, Street Fight und Singles Match. Da wäre also noch ein bisschen Luft nach oben gewesen. Vielleicht ein Handicap-Match oder sowas. Oder Blindfold-Match nur für den Gegner. Hätte man sich alles aussuchen können, aber man wollte es nicht. Und vor dem Hintergrund hat man es dann so gemacht. Ich habe jetzt, muss ich gestehen, dieses Match. Ich will nicht sagen, ich habe es über. Das wäre gemein. Aber es kickt mich jetzt nicht mehr so richtig. Auch deswegen, weil hier viele von 5 Sternen schon fast wie selbstverständlich ausgehen oder das erwarten. Ich weiß nicht, wie man es noch toppen soll. Das Match bei Takeover war super. Das war richtig stark bei WrestleMania. Manchen war es ein Tick overbooked, kann ich nachvollziehen. Ich fand es in Ordnung, wie man es gelöst hat. Das Match danach war auch super. Aber es hatte da schon so einen leichten Abnutzungseffekt und für mich zumindest. Und diesmal weiß ich auch, es wird großartig, aber ich weiß auch, wie es laufen wird. Es wird lange gehen, es wird eine lange Aufbauphase haben, es wird sich dann steigern. Ich weiß nicht. Ich freue mich ein Stück weit drauf, aber irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Olli. Genau da sehe ich auch das Problem. Also, dass man das erste Match, beziehungsweise eben das große erste Aufeinandertreffen beim Mania Weekend, dass man das wahrscheinlich nicht mehr toppen kann. Mir war es damals auch, also zumindest der dritte Fall war mir überbookt. Aber viele fanden es ja trotzdem großartig. Und du hattest halt on top eben den Moment, dass Gargano endlich NXT Champion geworden ist, nach 3 Jahren ungefähr. Und das hast du jetzt halt eben alles nicht mehr. Dazu ist es halt genau wie ihr erstes Takeover-Aufeinandertreffen, beziehungsweise ihr erstes Match um die NXT Championship, wieder ein Two out of Three Falls Match. Und da sehe ich halt wirklich, vor allen Dingen bei den beiden bisherigen Stipulationen, also beim potenziellen dritten Fall bestimmt ja dann Regal die dritte Stipulation. Also ich gehe auch mal davon aus, dass es in den dritten Fall gehen wird. Aber ich sehe jetzt auch noch nicht, wie man quasi das erste große Match zwischen den beiden toppen will.
Und daran müssen sich die beiden letztendlich messen lassen. Auch wenn es so oder so, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich ein sehr gutes Match werden wird. Ja, mal Aber gucken. man erwartet halt dann ja trotzdem immer eine Steigerung. Also wenn jetzt das dritte und finale Aufeinandertreffen quasi kommt, beim dritten Takeover-Special hintereinander, dann müsste man ja eigentlich auf den beiden vorherigen aufbauen und nochmal etwas Besseres bringen. Aber da sehe ich eben das Problem, dass das sehr, sehr schwer möglich sein wird. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal das Niveau der Matches anguckt. Meltzer hat da, glaube ich, jeweils 5,5 Sterne gegeben. Da spielt man ja schon ganz oben mit. Wie, man kann richtig Gutes nur noch ganz schwer besser machen und vielleicht schaffen sie es ja, aber die Messlatte ist eben extrem. Ne? Das ist schon brutal, das nochmal zu toppen. Und wenn man es nicht toppt, dann werden viele eben sagen, ja, war super, aber. Ne? Und das lassen wir mal auf uns zukommen. Gut, das war NXT Takeover. Wir haben jetzt dem Marktführer sehr, sehr viel Zeit gewidmet. Es ist ja auch sehr viel, was auf uns zukommt. Jetzt werden wir uns wieder Richtung Japan begeben. Ganz kurz noch, wieder wird hier AEW natürlich jetzt ein bisschen hinten runterfallen. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir WWE und New Japan so toll finden oder AEW so blöd. Nein, wir müssen eben bei unserem Wochenrückblick uns auf das konzentrieren, was die Woche bestimmt hat, beziehungsweise was die nächsten Tage bestimmen wird. Und da hat AEW im Moment nicht die absolute Priorität. Das wird sich auch wieder ändern. Es wird Wochen geben, wo AEW den absoluten Fokus darstellen wird. Aber diesmal ist es eben WWE und New Japan. Und deswegen gehen wir zum G1. Wie gesagt, G1 ist nur einmal im Jahr und wir haben es dieses Jahr so ausführlich besprochen wie noch nie. Wir sind auf jeden Tag eingegangen, werden das auch heute wieder machen, so gut es geht. Und da Zeit nun mal begrenzt ist, muss eben Abstrich gemacht werden und das ist AEW. Tut uns auch leid, aber es wird sich auch wieder ändern. Absolut korrekt, und da muss ich auch noch mal kurz einhaken, weil ich konnte dann auch ehrlich gesagt die Kritik, die zumindest vereinzelt geäußert wurde, am letzten Podcast nicht so ganz nachvollziehen, weil wenn es bei AEW nichts zu besprechen gibt, dann besprechen wir da logischerweise auch nichts. Also wenn jetzt in 3 Wochen All Out ansteht, dann werden wir das genauso ausführlich besprechen wie die anderen Sachen, die wir im Podcast besprechen, auch. Und wenn die TV-Shows dann losgehen, dann wird AEW auch wöchentlicher Teil unseres Podcasts sein. Nur wenn es eben nichts Aktuelles gibt, dann sehe ich auch nicht, wie wir groß über irgendwas sprechen sollen. So Richtig. viel dazu. Also da würde ich auch nochmal so ein bisschen um Verständnis bitten, weil es ja dann auch leider wieder in diese Fanschiene WWE gegen AEW ging und dass uns dann einige quasi vorgeworfen haben, dass wir WWE zu ausführlich behandeln und deswegen AEW quasi hinten runterfallen zu lassen. Meiner Meinung nach war es aber viel eher so, dass man letzte Woche eben bis auf die Verkündung vom TV-Vertrag, was ja jetzt aber auch keine große Meldung mehr war, weil das ja vorher quasi alles schon seit 2, 3 Monaten klar war. Bis auf die Verkündung gab es eben nichts zu besprechen zu AEW. Und deswegen haben wir auch letzte Woche nur 1 bis 2 Minuten AEW gewidmet. In diesem Sinne. Was auch noch kurz gesagt wurde, gehe ich auch kurz drauf ein, weil ich es auch in diesem Fall tatsächlich nachvollziehen kann. Die letzten beiden AEW-Shows wurden relativ kurz behandelt. Ja, das stimmt. Es waren A, nur kleine, also kleine B-Shows ist ein bisschen gemein, aber es waren nicht die Hauptshows und zum anderen habe ich sie nicht gesehen, weil ich auch noch ein bisschen was anderes nebenbei machen muss, außer Wrestling gucken und Podcasts machen. Dieses blöde Real Life, da muss man ja auch manchmal arbeiten gehen und sowas. Da bleibt es eben nur so, dass Olli die Shows dann zusammenfasst. Es geht dann eben nicht. Wir können nicht in Dialog treten über Sachen, die ich nicht gesehen habe. Das tut mir auch leid, aber bei All Out wird das ein ganz anderer Schnack sein. Und wie Olli schon sagte, bei der TV-Show, dann auch, wenn die gestartet wird, natürlich wird das eine Riesensache sein. Gut, jetzt aber ins Land der aufgehenden Sonne. Wir haben die Tage bis zum 11. Tag besprochen und machen jetzt weiter mit dem 12. Tag. Mal gucken, ob ich das noch alles einigermaßen hinkriege. Olli hat alles gegeben und aufgeholt. Wir sind jetzt quasi auf Ballhöhe und freuen uns dann auch schon auf die letzten beiden Tage. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, müssen wir natürlich noch Auf die kurz. letzten drei.
Die letzten beiden, sag ich mal, Blocktage plus das Finale. So wäre es richtig, pardon. Danke, dass ich Olli hab. Der grätscht mich dann immer so charmant, aber bestimmt weg. Und das Naja, muss auch. man muss Ja, ja ja. schon bei der Wahrheit bleiben. Also Ja, sind ja noch ja. 3 Tage und der Ach, jetzt dritte wird. Tag, der wird ja wahrscheinlich der oder hoffentlich der beste werden. Man muss bei der Wahrheit. Jetzt werde ich schon der Lüge bezichtigt. Ist ja interessant, interessant. Geht ja immer besser hier zur Sache mit uns. Gut, Tag 12. Wir machen wieder die reinen G1-Matches und es geht los mit Jeff Cobb gegen Shingo Takagi. Ich weiß, dass ich das Match sehr intensiv und stiff fand. Ich weiß, dass ich es auch gut fand. Sehr, also richtig gut, also 4 Sterne plus gut, so 4, 4, ein Viertel. Und da fing langsam an, für mich deutlich zu werden, dass wir beim MVP des G1s eine weitere Person auf dem Zettel haben müssen, nämlich Shingo, zumindest aus meiner Sicht. Für mich die prägnanten Personen dieses G1s Ishii. Für mich tatsächlich A, weil ich ihn eben toll finde persönlich und B, weil er eine unglaublich hohe Konstante hat. Für mich der MVP des Turniers bisher, auch wenn es sauschwer ist, diesmal sich da festzulegen. Osprey liefert bärenstark ab. Und für mich jetzt auch in diesem illustren Kreis, auch seit dem Match gegen Jeff Cobb und auch nach dem, was danach noch kam, für mich auch Shingo. Gutes Match, Olli. Gehe ich absolut mit. Ich habe ja auch schon in der letzten Woche quasi gesagt, dass Shingo so ein bisschen in dem G1 eine Ishii-Light-Rolle innehat. Und dasselbe trifft auch vielleicht noch ein bisschen mehr abgeschwächt auf Jeff Cobb zu. Und insofern war es wirklich ein sehr guter Hossfight, wo ich auch über die 4-Sterne-Marke gehen würde. Auch ungefähr auf 4 1/4. Und zu der MVP-Diskussion muss ich dann noch sagen, dass man da in den letzten Tagen dann auch durchaus noch Zack Sabre Jr. und Sanada erwähnen kann. Und in meinen Augen, auch wenn er natürlich wrestlerisch nicht ganz so stark ist, aber dafür eben auch alles außerhalb vom Ring stimmt, Jay White. Oha! Ja, da müssen wir dann nochmal, oder müssen wir dann nochmal, wenn wir die G1-Show Review nochmal drüber sprechen. Denn wir werden ja die MVP-Frage definitiv nochmal aufwerfen, wenn das Finale dann wirklich hinter uns liegt. Und dann werden auch Olli und ich uns definitiv festlegen. Jay White, faszinierend. Toru Yano gegen Jon Moxley. Eieiei, Jon Moxley bis zu diesem Zeitpunkt ungeschlagen. Wurde fast schon Richtung Mond gepusht, was das Booking angeht und seine Darstellung. Er hat Naito besiegt, er hat sie alle besiegt bis zu dem Zeitpunkt, um dann von Toru Yano an die Beine seines Kompagnons Shooter, großartig, gefesselt zu werden mit Duct Tape, also mit Panzertape, und es auch nicht in den Ring zu schaffen. Moxley wurde ausgezählt gegen Toru Yano. Ich sage es ganz deutlich, mir hat das nicht gefallen, weil Moxley davor einfach zu stark dargestellt wurde. Olli, ich bin da sehr auf Ollis Meinung gleich gespannt. Man kann sagen, ja, er hat sich jetzt auf Janus Match eingelassen und so weiter und so fort. Ja, aber das fand ich einfach too much. Ich habe es befürchtet, dass Jano gegen Moxley gewinnen wird, aber. Ja, Match war auch nicht so richtig doll. Also es war eher so dieses typisches Comedy-Match. Ja, jetzt bin ich sehr auf Olli gespannt. Also ich fand es insgesamt ehrlich gesagt ziemlich großartig. Oha. Natürlich Warum? kann man sich jetzt immer drüber unterhalten, ob Yano gegen Topstars gewinnen sollte, beziehungsweise ob einem quasi ein typisches Toru Yano-Match gefällt. Aber Toru Yano hat nun mal diese Rolle, auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren, dass er immer wieder gegen die Topstars gewinnt. Und ich fand auch, hier war nicht die Storyline, dass sich Moxley auf Janos Match oder Janos Stil eingelassen hat, sondern letztendlich ist ihm quasi zum Verhängnis geworden, dass Shota Umino immer bei seinen Matches dabei ist. Weil nur dadurch ist quasi das Finish entstanden, dass Yano die beiden aneinander binden konnte. Und deswegen finde ich auch, hat man hier Moxley eben nicht stark geschwächt, weil er quasi auf sich allein gestellt, gar nicht in diese Situation gekommen wäre, das Match zu verlieren.
Ansonsten muss ich hier auch noch sagen, hat mir hier auch quasi ja so ein bisschen die Background-Geschichte, also die auch schon bei dem Preview-Tag-Team-Match am Tag davor erzählt wurde, wo Moxley ja quasi Toru Yano seine DVD abkaufen wollte. Das hat man ja am Anfang von dem Turniermatch dann auch nochmal so ein bisschen aufgegriffen. Das war ja auch eine seiner großen Stärken, beziehungsweise das, was er bei WWE dann entwickelt hat, hat Moxley, beziehungsweise der damalige Ambrose, hat ja dann auch in einigen Comedy-Segmenten geglänzt, hat da so ein bisschen komödiantisches Talent entwickelt. Und ich finde, deshalb hat auch die Chemie zwischen Yano und Moxley hier gut gestimmt. Ach, das Finish fand ich insoweit stimmig, dass Moxley eben nicht stark geschwächt wurde. Und insofern fand ich das eigentlich alles rundherum sehr gut. Deswegen auch mein Fazit, dass ich das insgesamt ziemlich großartig fand. Faszinierend. Hier sind wir knallhart auseinander, was das angeht. Ja, wie gesagt, ich kann halt schon verstehen, wenn man Toru Yano halt allgemein nicht mag, dann wird man solche Matches quasi nie gut bewerten. Aber ich fand, wenn man akzeptieren, wenn man Toru Yano als das, was er ist, akzeptieren kann, fand ich das eben rundherum sehr gut alles geworkt. Aber das war doch kein gutes Match. Ja, Also, es war ja kein das Wrestling-Match. als Match an sich nicht, aber ich fand halt mit der Background-Story und mit dem passenden Finish fand ich halt insgesamt sehr stimmig. Okay, ja, wunderbar. Dafür sind wir ja da, verschiedene Ansichten hier zu zeigen. Olli fand es gut, ich fand es schlecht. So, und damit haben wir es hier. Also, über dieses Match haben sich viele, muss man sagen, berufen gefühlt, sich zu äußern. Und ist ja auch richtig. Ist doch gut, wenn Wrestling sowas schafft, Ah, umso besser. wie gesagt, das ist ja quasi bei jedem Match, was Yano gegen Topstar gewinnt, so. Ja, aber Moxley ist ja nun mal wieder was anderes. Und er kam ja gerade erst rein und wurde so bombig dargestellt und so. Es ist einfach gelaufen. Naito gewinnt gegen Juice Robinson. Gutes Match. Nicht mehr habe ich mir aufgeschrieben. Ja, war eines der besseren Matches von Juice Robinson, was. Gut, muss jetzt leider wieder sagen, was halt auch hauptsächlich am Gegner gelegen hat. Genauso wie, was war das, was er davor geworkt hat gegen Ishii, Ishii, das genau. war sehr gut, ja. Wo ich auch gesagt habe, dass es das beste Juice-Match war. Das hier gegen Naito war ein bisschen schlechter, aber Naito hat halt auch viel mit Juices Gimmick gespielt und dadurch eben noch eine andere Komponente reingebracht. Im Gegensatz zu Ishii gegen Juice, was halt rein aufs Wrestling bezogen hat, hat man halt hier auch viel mit der Crowd gearbeitet und auch viel Reaktionen gezogen. Und Naito kann sowas ja, ist in der Hinsicht auch großartig. Insofern fand ich es auch insgesamt gut, aber würde hier auch nicht über 4 Sterne gehen. Nee, da war ich auch nicht. Da fehlten doch schon irgendwie ein halber bis Ja, dreiviertel Stern. so 3,5 hätte ich jetzt Ja, gesagt. in dem Bereich bin ich auch. Jay White gegen Taichi war so, wie ich es mir vorgestellt hatte. White hat tatsächlich gewonnen. Das war allerdings auch keine große Überraschung. Das Match war okay. Für mich noch nicht gut, aber es war nicht schlecht. Es war irgendwo dazwischen. Irgendwo, boah, drei kurz drunter, irgendwie den Dreh, würde ich sagen. War in Ordnung. Ich fand, das Match ist eines der sehr wenigen Ausnahmen von einem Match, was von Eingriffen profitiert. Also ich Aha. fand hier wirklich, dass die Eingriffe sehr stimmig und unterhaltsam waren. Weil rein wrestlerisch ist Taichi gegen Jay White natürlich kein Leckerbissen, keine besonders gute Paarung, aber ich fand hier tatsächlich, dass dann eben durch die Eingriffe ein gewisser Unterhaltungsfaktor reingebracht wurde, der das Match in meinen Augen sogar durchaus aufgewertet hat. Was ja auch zu erwarten war, denn bei Jay White ist Gedo, bei Taichi ist diese wunderschöne, was ich, wie sie heißt, wie heißt sie denn? Den Namen Yoabe. vergessen. Genau. Und die greifen mir alle Nase lang ein, Ja, und sozusagen. Yoshinobu Kanemaru ist ja auch bei Taichi jetzt quasi bei jedem Match mit dabei. Stimmt. Du hast, seit wann eigentlich? Und wieso?
Ja, er war ja schon bei dem Naito-Match dabei. Dann hat er, glaube ich, bei zwei, drei Turniermatches war er dann nicht dabei. Aber jetzt die letzten Tage war er eigentlich auch immer wieder in der Ecke von Taichi. Genau, weil bei Moxley war er noch nicht dabei, das erinnert. Das war das erste Match des G1s, des B-Blocks, und da habe ich ihn nicht gesehen. Okay. Hirooki Goto gegen Tomohiro Ishii. Das Match, wo für mich Ishii den G1 verloren hat. Denn Goto hätte er schlagen müssen, um noch weiterhin in einer sehr guten Position zu sein. Ich fand das Match richtig gut. Es war sehr stiff. Sie sind intensiv zu Werke gegangen. Und ich glaube, dass es nicht das beste Goto gegen Ishii-Match war, weil die werden in der Vergangenheit bestimmt schon bessere gehabt haben. Dafür fehlt mir aber der historische Background, den Olli gleich noch ein bisschen besser ausführen kann, bestimmt. Aber es war ein bombensicher, gut geworktes 4-Sterne-X-Match. Ich bin wieder 4, 4, ein Viertel in dem Dreh. Das war ein Brett, das war gut. Und wer ein Ishii-Match bekommt, der weiß, was er bekommt, nämlich ein solides, gutes 4-Sterne-Plus-Match. Goto ist ein Gegner, der das absolut mitgehen kann und auch kein Kind von Traurigkeit. Würdiger Main-Event des Tages. Starkes Match. Ja, kann man so mitgehen. Also war definitiv nicht das beste Ishii-Match, auch nicht im Verlauf dieses G1s. Allerdings muss man halt sagen, oder wie du ja auch schon gesagt hast, Ishii ist der bisherige MVP, hat noch kein schlechtes Match geworkt und insofern war das auch im 4-Sterne-Bereich, zumal sich ja Goto und Ishii von ihren Stilen auch sehr gut ergänzen. Ja, genau, die gehen da beide in ähnlichen stiffen Stil und das passte hier sehr gut. Gut, ich glaube, das schwächste Ishii-Match nach Meltzer waren, glaube ich, 3 3/4 Sterne gegen Toru Yano. Ansonsten alles über 4 oder 5 Sterne, dazu gleich noch ein bisschen mehr. Tag 13, wir sind wieder im A-Block und im 7. Spieltag. Bad Luck Fale gegen Kenta. Bad Luck Fale ist in diesem G1, finde ich, unglaublich schwach. Sowohl was Darstellung als auch was die Qualität im Ring angeht. Kenta, haben wir schon drüber gesprochen in den letzten beiden Podcasts, ist gut. Es fehlt ihm aber immer noch etwas. Wird jetzt auch von den Ergebnissen durchgereicht. Er hat gegen Bad Luck Fale verloren in einem Match, das bestenfalls durchschnittlich war. Ich kann gar nicht mehr viel dazu sagen. Ich weiß nur, dass ich es nicht so wirklich gut fand. Ich fand es sogar eher schwach, Olli. Ja, waren halt auch viele Eingriffe dann wieder. Bei Fale ist ja dann immer Yado und Ace Owens dabei am Ring. Fand's halt auch ein bisschen schade, dass Kenta hier verloren hat. Dadurch, dass er gegen Okada ja verloren hat, hätte er hier, denke ich, durchaus auch gewinnen können. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass es am Ende quasi zwischen Okada, Ibushi und Kenta ein dreifaches Unentschieden gibt. Also wäre auch gar nicht mehr möglich, wenn man sich jetzt alle Shows dann bis zum heutigen Tag anguckt. Deswegen hätte man hier Kenta meiner Meinung nach durchaus auch den Sieg geben können. Ja, also matchtechnisch war es halt so das, was man von einem Fale-Match erwarten kann. Und damit ist viel gesagt, genau. Zack Sabre Jr. gegen Lance Archer, der schmächtige Techniker gegen das ja, Beast, der das alle umbringt, denn everybody dies, jeder stirbt. Ich weiß, dass ich das Match gut fand. Konkrete Erinnerungen an bestimmte Szenen habe ich jetzt gar nicht. Ich weiß nur, dass ich ein wenig überrascht war, dass Zack Sabre das Match am Ende gewonnen hatte. Archer hat eigentlich alles verloren seit dem starken Beginn. Und ja, gut fand ich es auf jeden Fall, aber es ist eben, das merkt ihr schon an meiner Tonlage, wenn ich mich an das Match im Detail nicht richtig erinnern kann, kann es mich auch nicht derart umgehauen haben, dass es mehr war. Irgendwo so zwischen 3 und 3,5, so würde ich sagen. Ja, ich würde dann schon eher auf die 3,5 gehen. Kann es auch insofern verstehen, auch wenn ich, habe ich ja auch schon in den letzten Podcasts gesagt, schade finde, dass jetzt Archer für seine starken Leistungen wirklich relativ wenig Punkte hat.
kann ich es insofern verstehen, dass Zack Sabre Jr. quasi innerhalb von Suzuki-Gun bisher immer die Nummer 2 war und deshalb auch mit dem Sieg gegen Archer hier seinen Spot verteidigen musste. Ich fand aber insgesamt, die Chemie zwischen den beiden hat gepasst. Auch quasi Zacks ja, Mat-Wrestling-Stil, viele Submissions gegen so einen Big Man. War auch schon gut aufgebaut durch deren Preview-Match, was ja quasi Suzuki-Gun gegen Suzuki-Gun war. Was meiner Meinung nach sogar fast schon insgesamt besser war als das Turnier-Match, obwohl es relativ kurz war. Weil halt die beiden Suzuki-Gun-Teams, also Minoru Suzuki und Zack Sabre Jr. gegen Lance Archer und Yoshinobu Kanemaru, halt quasi 5 Minuten einfach nur volle Kanne aufeinander losgegangen sind. Und insofern hat das Match dann auch so ein bisschen davon profitiert, dass man eben am Vorabend schon so ein bisschen, ja, dann so eine ernsthafte Rivalität zwischen den beiden auch innerhalb des Stables etabliert hat. Aber insgesamt hat es jetzt natürlich nicht zu den stärksten G1-Matches gehört. Aber ich fand eben, wie gesagt, die Chemie zwischen den beiden hat meiner Meinung nach durchaus schon sehr gut gepasst. Das nächste Match, Evil gegen Will Ospreay. Ich fand's großartig. Ich fand's richtig, richtig gut. Weil gerade, es gibt ja dieses typische New Japan-mäßige, wo das Match etwas verhaltener, aber immer noch gut anfängt und sich dann immer weiter steigert, um dann in der Finish-Phase die Crowd mitzunehmen und die Hütte abzureißen. Das war so ein Match für mich. Ospreay ist einer der Worker des G1. Er ist auch over. Leider wird es ähnlich, wie du es eben schon bei Lance Archer gesagt hast, nicht so richtig mit Punkten belohnt. Ändert aber nichts daran, dass die Chemie zwischen Evil und Will Ospreay hier meines Erachtens da war und auch das ganze Ding, sag ich mal, getragen und abgerissen hat. Die Finish-Phase war großartig und spotlastig und intensiv. Meltzer sehe ich gerade, hat 4,5 gegeben, das habe ich auch gegeben. Also ganz, ganz starkes Match. Kann man mitgehen bei 4,5. Ich fand, das Match hatte so ziemlich von allem was. Natürlich, Evil ist ein relativ stiffer Worker. Power Moves, Ospreay ist natürlich ein überragender Highflyer. Dazu hatten die beiden relativ am Anfang vom Match auch eine schöne Comedy-Einlage mit einem Stuhl, den Evil nicht so ganz zusammengekriegt hat und dann Stimmt. quasi in den Ring werfen musste, obwohl er ihn vorher quasi dreimal versucht hat, unter das unterste Seil zu drücken. Und Ospreay hat ihm dann so richtig gezeigt, wie man den Stuhl zusammenklappt. Und natürlich haben die beiden auch von der Crowd profitiert, weil die Crowd in Osaka ist immer sehr gut mit dabei und dann gerade eben in der von dir angesprochenen sehr starken Endphase ist es dann wirklich heiß hergegangen und dementsprechend bin ich dann insgesamt auch bei 4,5 Sternen. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Kota Ibushi gegen Hiroshi Tanahashi. War im Vorfeld natürlich das Match, das dazu auserkoren war, die Hütte so ein bisschen abzureißen. Es war auch sehr gut. Aber ich weiß nicht. Jetzt tue ich dem Match bestimmt Unrecht, weil es mich trotz aller Qualität nicht wirklich mitgerissen hat. Meltzer hat dem Ganzen 4,75 Sterne gegeben. Das ist eine Hausnummer. Ich halte mich mal zurück und höre mir einfach mal Ollis Variante zu diesem Match an. Naja, ich habe mich ja jetzt auch dann mal über ein paar andere Meinungen informiert, weil ich ja jetzt auch quasi auf dem aktuellen Stand war. Bei den letzten beiden Podcasts habe ich ja auch so ein bisschen hinterhergehangen. Da habe ich mich logischerweise auch nicht spoilern lassen und mir Meinungen von anderen durchgelesen. Und hier bin ich dann doch eher bei dir. Also ich muss auch sagen, ich habe das Match nicht so stark gesehen wie viele andere. Nee, ich auch nicht. Also wie gesagt, also für Meltzer ist übrigens Tanahashi einer der MVPs dieses Turniers. Ich Kann ich absolut nicht. auch Also nicht ich finde nachvollziehen. Tanahashi, also bei aller Liebe, Tanahashi ist meiner Meinung nach nicht mal in den Top 5 von diesem Turnier.
Es ist jetzt auch nicht so, dass er schlechte Matches wirkt. Also die meisten seiner Matches habe ich auch, glaube ich, über der 4-Sterne-Marke gesehen, aber dann eben nur bei 4 oder bei 4,5, 4,25, also selten drüber. Selten 4,5 oder noch mehr, was ich halt bei einigen anderen wie Ishii oder Shingo wirklich bei mehreren Matches gesehen habe. Und auch hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich überhaupt 4,5 geben würde. Ich bin bei 4 Sternen gewesen. Also das war gut, richtig gut, aber ich brauche ein bisschen mehr als das beim 4-Sterne-Plus-Match. Ich weiß nicht. Also. Ja, gerade weil du halt auch weißt, dass die beiden auch mehr, deutlich mehr können. Ja. Also vielleicht ist das auch der Grund. Ich weiß, ich will nicht sagen enttäuschend, aber definitiv nicht. Aber dann doch nicht völlig euphorisch, wenn man weiß, was die beiden eigentlich könnten. Ja, So kann ich man es, fand's glaube ich, halt sagen. auf dem bisherigen Niveau von Ja. Tanahashis G1 sehr gut, aber nicht überragend. Sehe ich genauso. Sehe ich genauso wie du. Da bin ich ja beruhigt. Main Event. Sanada gegen Kazuchika Okada. Hier habe ich unmittelbar nach der Show gesagt, Meltzer wird hier 100 pro 5 Sterne geben. Welch Wunder, er hat es getan. Das waren also für Meltzer 5 Sterne. Hier wurde ein Match gezeigt, das sowohl von den Fähigkeiten der beiden Worker lebte, als auch von der Geschichte, die erzählt wurde. Sanada hat noch nie gegen Okada gewonnen und man hat alles versucht, so auszurichten, dass es Richtung Draw laufen sollte. Ich meine, der Pin erfolgte ein paar Sekunden vor Schluss. Da war relativ wenig Luft noch dazwischen. Was sowohl Fluch als auch Segen dieses Matches waren, finde ich, die letzten 7, 8 Minuten, wo man sehr ausführlich erzählt hat, die Geschichte, wie Sanada immer wieder versucht, Okada zur Aufgabe zu bringen und wie Okada auch immer kurz davor war, auszutappen, sich aber dann immer aus welchen Varianten auch immer aus diesen Griffen lösen konnte. Das war alles sehr stark und auch sehr stark erzählt. Ich habe aber auch Stimmen gehört, die das eben alles langweilig finden. Auch das kann ich nachvollziehen. New Japan muss man eben den Zugang zu finden und diese Arten von Matches mögen. Für mich waren es keine 4 Sterne, 5 Sterne. Ich kann jeden verstehen, der sagt ja, weil wie man über diesen langen Zeitraum die Crowd mitgenommen hatte, wie man sie dazu gebracht hat, dieses Match zu kaufen, das ist schon allerhöchste Sahne oder allerfeinste Sahne und allerhöchstes Niveau, so muss man sagen. Ah, ich war auch drin. Also als dann nachher tatsächlich der Pin durchging von Sanada, war das schon so ein Moment, wo ich sagte, wow, stark. Es gibt immer diese Matches beim G1, wo der Champion neben dem einen Match, das er verliert, noch ein anderes Match verlieren darf. Das war bei Kenny Omega letztes Jahr auch so. Da waren es, glaube ich, sogar 3 Matches, die er verloren hatte. Hier hat man gesagt, wir nehmen bei Okada das Match gegen Sanada, auch um eine Geschichte zu erzählen. Er wird jetzt garantiert irgendwann ein Titelmatch bekommen. Aber es war nicht das Match, wo ich von der ersten bis zur letzten Sekunde mitgefiebert habe, weil dafür mir die Anfangsphase etwas zu verhalten war. Deswegen bin ich hier nicht bei 5 Sternen. Olli. Kann ich soweit alles verstehen. Also ich kann jeden verstehen, der hier 5 Sterne gibt. Kann auch jeden verstehen, dem das Match vielleicht nicht ganz so gut gefallen hat. Ich fand selbst in den ersten 20 Minuten über weite Strecken relativ unspektakulär. Allerdings muss man das natürlich, wie du auch schon gesagt hast, vor dem Hintergrund der gemeinsamen Historie zwischen den beiden halt sehen. Also es war halt immer so, weil halt auch beide sind, glaube beide 31 oder zumindest relativ im selben Alter. Hat man jetzt seit Sanada bei New Japan ist, die beiden quasi immer so ein bisschen als Gegenspieler aufgebaut, wo aber Okada bisher immer die Oberhand hatte. Und beide sind ja auch herausragende Worker, haben meiner Meinung nach auch das Potenzial, noch in den 20er Jahren dann quasi die Neuauflage von Tanahashi gegen Nakamura zu sein, was ja die letzten 15 Jahre so ja, ich sag mal, die Top-Rivalität bei New Japan war. Und deswegen fand ich halt hier, muss man dann vielleicht bei den ersten 20 Minuten eben ein bisschen Nachsicht walten lassen.
weil dann eben die letzten 10 Minuten absolut abgeliefert haben. Also ich glaube, die letzten 3 bis 5 Minuten waren von der Dramatik mit das Beste, was ich jemals in einem Wrestling-Match gesehen habe. Ich finde, das kam auch locker an CM Punk gegen John Cena bei Money in the Bank 2011 ran. Gerade weil auch, ich habe selten eine japanische Crowd erlebt, die so hot war wie in den letzten 3 Minuten dann. Und dadurch, dass dann eben Sanada endlich sein erster großer Sieg über Okada gelungen ist, ist es eben ein sehr spezielles Match. Hat zudem noch die Siegesserie von Okada bzw. ungeschlagene Serie von 12 Siegen und einem Unentschieden im G1 beendet, was mit 13 Matches ohne Niederlagen quasi die längste Serie in der G1-Historie war. Und insofern kann ich jeden verstehen, der hier 5 Sterne gibt. Ich war auch lange in der Versuchung, 5 Sterne zu geben, aber da ich eben dann auch insgesamt die ersten 20 Minuten unspektakulär fand, würde ich hier nur in Anführungszeichen 4 3/4 geben. Aber ich kann jedem Wrestling-Fan nur empfehlen, sich die letzten 10 Minuten zu führen. Also die letzten 10 Minuten oder gerade die letzten 3 Minuten waren wirklich mit das Beste, was ich jemals gesehen habe. Ja, also über das Match haben wirklich viele geredet und geschrieben und kann ich auch nachvollziehen. Genau wie du sage ich auch, man muss bei den ersten 20 Minuten Nachsicht walten lassen, das stimmt. Aber wenn ich 5 Sterne gebe, dann muss da aber auch etwas kommen und etwas mehr als das. Deswegen bin ich auch nicht bei 5 Sternen, ich bin sogar bei 4,5. Huiuiui, Asche auf mein Haupt. Aber so sind die Geschmäcker. Das war dann mit der 13. Tag und für viele war das einer der stärksten des G1 überhaupt. Andererseits, gut, wir hatten auch Fally gegen Kenta, aber was will man machen? Kommen wir zum 14. Tag. Begann mit Tomohiro Ishii gegen Toru Yano, wo ich schon dachte, na, 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 schauen wir mal. Match war klasse, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich konnte nicht 4 Sterne geben oder ich habe nicht 4 Sterne gegeben, weil es dafür etwas zu kurz war. Aber wer es macht, mit dem würde ich auch nicht streiten wollen. Also es war schon in Ordnung. Ich habe, glaube ich, 3,5 oder 3,75, eher 3,75 gegeben. Denn das Match war gut und die Geschichte auch. Ishii hat deutlich gemacht, dass er Toru Yanos Spielchen nicht mitmachen wollte. Yano hat sich draußen auf den Stuhl gesetzt und Ishii zum Rausfordern aufgefordert, zum Rauskommen aufgefordert. Das hat der nicht gemacht. Er blieb im Ring und dann wurde gezählt und Yano musste sich dann doch langsam beeilen, noch bis 20 wieder reinzukommen. Er kam rein, Ishii hat ihn sofort abgefertigt, aber irgendwann hat Yano angefangen zurückzuschlagen. Und zwar so, dass Ishii das auch entsprechend gesellt hat und deutlich wurde, der Yano kann nicht nur lustig sein, sondern der hat auch einen richtigen Bums dahinter. Und auf diese Weise wurde dann nachher ein richtig, richtig gutes Wrestling-Match gezeigt, dass Ishii dann, wie gesagt, für mich ein Ticken zu früh, nach unter 10 Minuten, ich glaube 9 irgendwas, gewonnen hatte. Und wo ich sagte, jawohl, das war ein Match, wie ich es super fand. Selbst wenn Ishii verloren hätte, was natürlich sehr aufgeregt hätte, hätte das an der Qualität des Matches nichts geändert. Für mich wrestlerisch das stärkste Yano-Match des G1 mit Abstand. Und Ishii hat wieder ein gutes Match mehr auf dem Konto. Schöner Opener für mich. Kann man alles so stehen lassen. Ich sage ja auch immer wieder, dass Toru Yano eben nicht so eindimensional ist, wie ihn viele sehen, was natürlich auch viel mit seiner Darstellung zusammenhängt, weil er halt heutzutage meistens nur noch Comedy-Matches worked. Aber gerade früher bei Great Bashil und auch in der Anfangszeit von Chaos, als beide Fraktionen Heels waren, und Toru Yano noch blonde Haare hatte und meistens mit dem Stuhl unterwegs war und sein Stil eher in Richtung eines Brawlers ging, hat er eben auch schon solche Matches gezeigt. Dazu ist er ja, war ja, glaube ich, im College auch ein Ringer, also hat auch durchaus wrestlerische Fähigkeiten. Und insofern ist Toru Yano auch immer wieder für ein gutes Match gut. Jetzt vielleicht kein 4-Sterne-Plus-Match, aber eben ein Match von dieser Qualität wie hier. Und gegen Ishii ist er ja schon letztes Jahr, hat er ja quasi ein normales Match bestreitet, auch ein gutes Match. Und da hat man hier jetzt nochmal so ein bisschen drauf aufgebaut und nochmal einen draufgesetzt. Und ich denke, 3,5 bis 3,75 kann man hier auch durchaus geben.
Schön, da sind wir uns mal wieder einig. Zweites Match, Taichi gegen Juice Robinson. Boah, ich habe keine großen. Doch, warte mal, irgendwas war da. F Eingriffe, meine ich zu erinnern. Aber sonst war es nicht so richtig doll. Taichi hat gewonnen, ja, also muss es mit Eingriffen gewesen sein. Ich weiß es nicht mehr. Ja, wobei auch wobei die Eingriffe von Kanemaru abgeblockt wurden. Taichi hatte ja dann quasi den Whisky von Kanemaru genommen und dann die Augen gespuckt. Ach so, ich weiß es wirklich nicht mehr. Keine Erinnerung an dieses Match, obwohl es doch gar nicht so lange her ist. Ja, also war jetzt auch nicht besonders, dass Taichi nicht der beste Wrestler ist, weiß jeder. Von Juices Stil bin ich eben auch nicht der größte Fan und war so irgendwo im Drei-Sterne-Bereich anzusiedeln. Ja, irgendwo da, ich so noch einen Tick drunter war ich, aber Geschmackssache. Goto gegen Jeff Cobb. War gut, aber ich habe ein bisschen mehr erwartet. Gerade weil Goto und Cobb von ihrer Art eigentlich recht gut miteinander können. Goto ein sehr stiffer Worker, Cobb ebenso, auch technisch mit seinen Supplessen ja sehr beschlagen. Es war gut, aber es hätte besser sein können, würde ich fast sagen. Ja, grundsätzlich hast du quasi bei jeder Konstellation mit Goto, Cobb, Ishii und Shingo immer ein relativ ähnliches Match, weil halt alle vier gut. Cobb agiert dann schon noch ein bisschen mehr mit Supplessen statt jetzt diesen stiffen Strong Style von den anderen drei Workern zu gehen. Aber im Grunde genommen hast du bei den vier immer so relativ einen ähnlichen Stil. Und von allen Paarungen, wenn du von den vier nimmst, wir hatten ja jetzt auch Goto gegen Ishii quasi beim ersten Tag, den wir jetzt besprochen haben im Rahmen dieses Podcasts. Ja, da würde ich auch sagen, war das Match jetzt dann schon nochmal einen Ticken unter Ishii Goto anzusiedeln. Ja, da das denke ich auch. Sogar für mich ein Ticken mehr sogar. Ja, vielleicht einen halben Stern. Ja, mindestens. Aus meiner Sicht. Ach so, stopp, wir reden jetzt über Goto gegen Cobb. Ja, okay, du hast recht. Das ist nicht so viel drunter. Ich war gerade gedanklich noch bei Taichi gegen Robinson, was deutlich Nee, nee, drunter. nee, nee. Das war Okay, nee. schon etwas deutlicher dann drunter. Nee, dann sind wir beide doch tatsächlich auf der gleichen Wellenlinie. Das ist richtig. Jay White gegen Jon Moxley hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Nicht, dass Moxley verloren hat, aber wenn Moxley verliert, finde ich es völlig okay, ihn gegen Jay White verlieren zu lassen. Denn Jay White rollt das Feld entgegen meiner Prognose von hinten auf. Ich war mir sicher, dass er nach dem dritten Tag raus ist. Pustekuchen. Seitdem gewinnt. Was denn? Jay White Was? wird bis zum letzten Tag eine Rolle spielen. Ja, wissen wir ja jetzt auch. Ich habe aber schon ganz früh gesagt, dass er raus ist und ich lag falsch. Ich habe ja nur meinen Fehler gerade eingestanden. Hat hier gegen Moxley gewonnen. Es war ein typisches Jay White-Match. Eingriffe gab es. Finish-Phase war sehr intensiv. Ich fand es richtig, richtig stark. Und ich sehe gerade, ich habe mehr Punkte gegeben als Meltzer. Meltzer hat drei Viertel gegeben. Ich habe 4 Sterne gegeben. Olli. Ja, 4 Sterne kann man durchaus geben. Auch hier fand ich dann wieder rein wrestlerisch war es jetzt vielleicht dann nicht ganz so stark wie eben viele andere Matches im G1. Aber was auch auf Jay White zutrifft, dass er eben auch außerhalb des Rings ziemlich großartig ist, genau dasselbe kann man eben auch hier beim G1 über Moxley sagen. Und insofern hat sich das bei den beiden gut ergänzt. Eben auch da mit der Vorgeschichte vom Preview-Match am Vortag in dem Tag-Team-Match, wo Jay White quasi um jeden Preis Moxley vermieden hat, ihn aber dabei immer wieder provoziert hat und sich dann am Ende auch selbst eingetaggt hat, um den Pin gegen Shota Umino zu holen. Und das hat man hier in dem Match quasi dann die Match-Story auch sehr gut weitergeführt. Und wie gesagt, beide haben sich sehr gut ergänzt. War auch wrestlerisch gut, auch wenn es jetzt rein wrestlerisch nicht auf 4-Sterne-Niveau war, denke ich, kann man dann insgesamt auch schon auf 4 Sterne aufwerten. Genau, wenn man sich Matchgeschichte und Umsetzung anguckt, ja, denke ich auch in der Gesamtwertung. Aber es ist ja eh wie immer nur ein
persönlicher Eindruck. Genauso wie der Eindruck zum Main Event, Tetsuya Naito gegen Shingo Takagi, auch ein persönlicher sein muss, denn für mich war es das beste Match des Turniers. Bis jetzt. Ja, doch, also ich fand es auch besser, und das sage ich als Ishii-Fan, besser als Ishii gegen Shingo. Ich muss aber beide nochmal sehen, das habe ich mir auch noch zur Aufgabe gemacht. Ich fand dieses Match so unglaublich stark. Ich fand die, und das sage ich als jemand, der Naito nur großartig und nicht überragend findet. Also Naito, ich bin kein Naito-Fan, also ist ja bekannt. Aber was die beiden hier von der Spotlastigkeit, von der Intensität, von der Schnelligkeit und von der Matchgeschichte gezeigt haben, war unglaublich. Denn Naito war zu diesem Zeitpunkt immer noch höchst kritisch, was sein Standing im B-Block angeht. Er musste dieses Match gewinnen. Und so wie sie es aufgezogen haben, hätte man es ohne weiteres gekauft, wenn Shingo dieses Match gewonnen hätte. Das heißt, hier lag für mich ein Flair in der Luft, was dem Ganzen nochmal den Zuckerguss gegeben hat. Meltzer war es 5 Sterne wert, mir auch. Und es waren bisher die einzigen 5 Sterne, die ich gezückt habe. Deswegen bin ich sehr auf Olli gespannt. Du hast ja schon leichte intervenierende Laute von dir gegeben. Ja, also ich habe ja auch durchaus mitgekriegt, dass sehr viele das sehr gut bewertet haben und auch durchaus als bestes Match. Soweit würde ich aber nicht gehen, obwohl ich ja bekanntlich auch ein großer Fan von Shingo bin. Ich finde, gerade im Vergleich zu Sanada gegen Okada fand ich es ein Ticken schlechter. Gerade auch, also ich finde, beide Matches kann man gut miteinander vergleichen, waren eben viel mit Hintergrundgeschichte, weil Naito und Shingo wurden ja quasi im selben Dojo ausgebildet von Animal Hamaguchi. Und Naito stand da so ein bisschen immer im Schatten von Shingo. Shingo war ja dann auch früh ein Star bei Dragon Gate, während Naito ja bekanntlich bei New Japan immer viel um die Fangunst kämpfen musste und eigentlich erst so seit 4 Jahren, als er eben die Ingobernables de Japón gegründet hat, overgekommen ist. Und das hat er auch in den Backstage-Comments so ein bisschen angedeutet, dass er immer früher eifersüchtig auf Shingo war, dass er quasi dieses Match auch unbedingt gewinnen will, obwohl die beiden ja Stable-Mates sind. Und insofern hatte man da genau wie bei Okada gegen Sanada relativ viel Background-Story. Vom Aufbau her war es halt auch ähnlich, halt relativ langsamer Aufbau, sehr langes Match und gerade am Ende dann viel rausgefeuert. Von dem Spots und vom reinen Wrestling würde ich vielleicht auch Naito gegen Shingo diesbezüglich besser bewerten als Okada gegen Sanada, aber mir hat hier eben zum einen der große Moment gefehlt. Also eben, dass Sanada seinen ersten Sieg gegen Okada geholt hat. Da hätte hier dann schon Shingo gegen Naito gewinnen müssen. Und bei Okada gegen Sanada war eben die Dramaturgie und auch am Ende die Crowd deutlich mehr drin nochmal als hier in diesem Match. Deswegen würde ich es insgesamt einen Viertelstern schlechter bewerten als Okada gegen Sanada. Und dann bin ich hier eben nur bei 4,5 statt bei 5. Ah, ja gut, lässt sich ja hören. Also ich fand das Match von Anfang an eben stark. Ich fand auch diese eher, wie du sie genannt hast, langsame Beginnphase nicht annähernd so langsam. Ich fand die auch schon stark. Aber so sind dann eben die Geschmäcker dann verschieden. Also ich war, nachdem das Match durch war, absolut geflasht. Und ja, kann diese 5 Sterne absolut nachvollziehen. Aber ich kann auch deine Einwendung nachvollziehen. Das macht schon alles Sinn. Das war der B-Block. Kommen wir jetzt zum vorletzten Spieltag des A-Blocks, Tag 15. Ein Tag, der, so merkwürdig das klingt, von der Qualität her großartig war, aber mich irgendwie nicht so richtig mitnehmen wollte. Ich kann es nicht mal sagen, warum. Sanada gegen Lance Archer. Gutes Match. Also nicht überragend, aber gut. 3,5 Sterne so ungefähr, würde ich sagen. Was soll man dazu sagen? Ja, ein bisschen besser habe ich es dann schon gesehen. Also 4 würde ich jetzt auch nicht geben, aber schon 3,75. Auch hier wieder, wie wir es ja schon oft gesagt haben, Sanada kann sich eben immer wieder sehr gut auf seine Gegner einstellen.
Und Archer hat ja sowieso bei diesem G1 mit seinen Leistungen geglänzt. Insofern hat sich zwischen den beiden dann auch eine gute bis sehr gute Paarung entwickelt. Auch wenn man natürlich bei all der Qualität, die es im G1 gibt, dann quasi nicht immer so hervorsticht mit einem guten bis sehr guten Match. Schön gesagt. Bad Luck Fale gegen Hiroshi Tanahashi. Weiß ich, vielleicht war ich irgendwie so müde auch. Ich habe an das Match auch gar keine großen Erinnerungen mehr, Olli. Ja, waren halt auch wieder relativ viele Eingriffe von Ricciardo und Ach ja, stimmt. Chase Owens dann dabei. Deswegen hat Fale ja auch gewonnen, muss ich mir vorstellen. Fale gewinnt gegen Tanahashi. Ja gut, Fale hat in der Vergangenheit auch immer mal wieder gegen große Namen gewonnen. Das ist ja Das jetzt stimmt. auch nichts Neues. Vielleicht, das habe ich auch bei uns im Board reingeschrieben, das Synonym für diesen Tag für mich war Will Ospreay gegen Kenta. Das Match war super. Ospreay hat ja auch gewonnen, Gott sei Dank. Ich fand es richtig stark. 4,5 bis 4,25. 4,25 bis 4,5. Eher 4,25, aber ich will auch mit 4,5 nicht streiten. Trotzdem ließ mich das Match kalt. Es wirkte wie ein sehr gut einstudiertes und umgesetztes Wrestling-Match, wo die einzelnen Moves genau richtig kamen. Aber mir hat der Fluss so gefehlt. Dieses spektakuläre, das aus sich herausfließende, ich kann es nicht richtig beschreiben. Deswegen, obwohl das Match richtig stark war, hat es mich nicht komplett gekickt. Olli. Ich von der Bewertung her auch mit, war vielleicht sogar das beste Kenta-Match beim G1 bisher. Was halt so ein bisschen da das Problem ist, beziehungsweise vielleicht dann auch an dem ganzen Tag oder was bei dir dann vielleicht den letzten Kick verhindert hat, war halt abzusehen oder ist abzusehen, dass es halt auf Ibushi gegen Okada am letzten Tag hinausläuft. Und Osprey und Kenta beide halt dann quasi schon mehr oder weniger keine Chance mehr hatten, um das Finale zu erreichen. Hat vielleicht das Match dann so ein kleines bisschen runtergezogen. Das mag sein. Irgendwie hat es mich nicht so richtig gekickt. Aber das, wie gesagt, generell, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage. Kota Ibushi gegen Zack Sabre Jr. Ich sehe gerade, Meltzer hat dem Ganzen 4,5 Sterne gegeben. Fand ich auch gut. Nee, ich halte jetzt mal meine Klappe. Ich lasse bei den letzten beiden Matchen dieses Blocks, lasse ich mal einfach Olli was dazu sagen. Kota Ibushi gegen Zack Sabre Jr. Fand ich ehrlich gesagt ziemlich großartig. Also da bin ich bei 4,5 auch auf jeden Fall dicke dabei, würde vielleicht sogar auf 4 Dreiviertel gehen. Also ich fand mit weitem Abstand das beste Match von Zack Sabre Jr. bei dem Turnier, war sehr stark von der Ringpsychologie geprägt, weil Zack dann immer viel gegen das Bein von Ibushi geworkt hat. Ibushi hatte dann relativ viele Comeback-Phasen. Hat dann trotzdem immer wieder geschafft, seine stiffen Kicks durchzuziehen, dann teilweise aber wieder von Zack Sabre Jr. in Submissions gekontert wurden. Und insofern fand ich, haben sich die beiden Stile von den beiden Wrestlern sehr gut ergänzt, haben beide eine sehr gute Leistung gebracht und fand es eben insgesamt wirklich so stark, dass ich da durchaus auch schon bereit bin, 4 Dreiviertel zu geben. Ei, das ist eine Hausnummer. Kazuchika Okada gegen Evil im Main Event. Evil ist auch einer der Worker, die A, relativ hoch im Fokus stehen und B, auch sehr, sehr starke Matches abliefern, muss man sagen. Evil ist auch so ein kleiner Geheimtipp in diesem G1, der durch die Bank weg eigentlich abliefert, gerade bei großen Gegnern. Dieses Match geht in die gleiche oder haut in die gleiche Kerbe, möchte ich sagen. Ich fand es richtig gut. Es war auch sehr, sehr stark und intensiv erzählt. Ich hätte es nicht komplett ausschließen wollen, dass Evil hier gewinnt. Allerdings, nachdem Ibushi vorher gewonnen hatte, war mir klar, dass Okada dieses Match gewinnen muss, damit sozusagen er zwei Punkte Vorsprung hat und dass es quasi beim letzten Tag auf den Tiebreaker hinausläuft. Wobei ich überlege gerade, Ibushi gewinnt. Genau, und Okada konnte nicht nochmal verlieren, weil er als Champion gegen Ibushi wohl verliert, das glaube ich zumindest.
und er nicht dann drei Matches in Folge fehlt, zumindest nicht ein Okada. Das hätte mich sehr gewundert. Deswegen war mir eigentlich irgendwie klar, dass Okada dieses Match gewinnen muss, nach der New Japan-Logik und den Champion schützen. Deswegen war ich emotional nicht mehr komplett drin. Dafür haben sie aber richtig ein Brett rausgehauen. Und man hat einige Nearfalls von Evil durchaus gekauft. Ich zumindest habe sie gekauft. Sodass ich nachher sogar auch einen Sieg von Evil nicht mehr ganz ausgeschlossen hätte, was für die Qualität des Matches spricht. Mindestens, ja, locker 4,5 Sterne würde ich hier geben, Olli. Alles absolut korrekt. Also bei 4,5 wäre ich hier auch einen Ticken schlechter als Okada gegen Sanada dann eben. Und wie du schon richtig gesagt hast, besser wäre es hier gewesen, man hätte Zack Sabre Jr. gegen Ibushi gewinnen lassen und dann Evil gegen Okada. Dann hätte man nämlich die Konstellation gehabt, dass am letzten Tag alle drei noch die Chance auf den Finaleinzug gehabt hätten. Weil dann hätten Evil und Ibushi beide 10 Punkte gehabt und Okada hätte bei 12 gestanden. Dann hätte Ibushi mit dem Sieg gegen Okada quasi ausgleichen können. Beide auf 12 und Evil mit einem Sieg gegen wen tritt er denn am letzten Tag an? Gucken wir gleich mal, weiß ich gar nicht. Warte mal, ich guck mal, ob ich das rauskriege. Ich meine gegen Archer. Weiß ich gar nicht, jetzt Tanahashi getippt. Gegen Tanahashi ist er schon angetreten. Ach so, ja, ich meine gegen Archer. Ja. Weil dann hätte nämlich Evil auch mit dem Sieg, wäre auch auf 12 Punkte gekommen. Dann hätten Okada, Ibushi und Evil alle drei 12 Punkte gehabt. Und Evil, der dann beide Matches gegen Ibushi und Okada gewonnen hätte, wäre dann sogar Evil ins Finale eingezogen. Da hätte man dann möglicherweise Lance Archer einen großen Sieg geben können, indem er eben den Finaleinzug von Evil verhindert. Hätte mir so von der Dramaturgie besser gepasst. Aber wie gesagt, dann hätten an dem Tag jetzt Zack Sabre Jr. gegen Ibushi und Evil gegen Okada gewinnen müssen. Hätte es jetzt auch nicht so schlecht gefunden, wenn Okada dann halt eben drei Titelverteidigungen gehabt hätte. Weil dann letzten Tag hätte dann Archer eben gegen Evil gewonnen, um Evils Finaleinzug zu verhindern und Ibushi dann gegen Okada, damit Ibushi ins Finale einzieht. Dann hätte eben Okada drei Titelverteidigungen gegen Ibushi, Evil und Sanada gehabt. Okay, aber da war es New Japan wohl wichtiger, den Champion keine weitere Niederlage zuführen zu wollen. Genau. Aber ich finde halt, drei hätte sich angeboten, weil man auch mit Destruction, King of Pro Wrestling und Power Struggle auch noch drei Groß-Events bis Wrestle Kingdom hat. Hätte man theoretisch nochmal die drei Titelverteidigungen dann bringen können. Stimmt. Nun musst du dir was aussuchen für was ausdenken für diese eine Show von den dreien. Ja. Okay. Aber so haben dann jetzt quasi nur noch Okada und Möglichkeit, genau, am letzten Tag ins Finale einzuziehen. Ja, das wird nochmal interessant. Dann kommen wir zum 16. Tag, dem 8. Spieltag im B-Block. Toru Yano gewinnt gegen Taichi. Das Match war so, wie ich es erwartet habe. Kann ich nicht viel zu sagen. So ein solides Match. Keine 3 Sterne. Weit keine 3 Sterne für mich. Ja, kann man so sagen. Also war jetzt natürlich nicht ganz so stark wie Toru Yano gegen Tomohiro Ishii. Ja, das kann man wohl so sagen. Naito gegen Jeff Cobb. Gut. Naito musste marschieren, Naito marschierte. Ich habe zu keiner Sekunde geglaubt, dass Jeff Cobb dieses Match gewinnen könnte, obwohl die beiden sehr gut gearbeitet und sich bemüht haben. Boah, waren das 4 Sterne irgendwo so da, ein Tick drunter, so in dem Dreh, 3/4, 4/3, so in dem Dreh würde ich rechnen. Also 3/3, 4/3, 3/3, so immer da hin und her, eher ein Tick drunter, aber ich würde auch nicht streiten wollen. Ja, kann man so sehen. Also für mehr war es mir dann auch ein bisschen zu kurz und es hat dann eben auch die Bedeutung gefehlt, weil halt Jeff Cobb jetzt nicht mehr wirklich so die Rolle in seinem Block dann gespielt hat. Ja, genau. Hiroki Goto gegen Jon Moxley fand ich irgendwie so ein bisschen unter ferner Liefen. Das ist beachtenswert, denn Goto hat Moxley, wenn man jetzt mal so will, Yano hat Moxley zum ersten Mal besiegt. White hat ihm eine Pinfall-Niederlage zugefügt, aber nicht so richtig clean. Goto war der Erste, der Moxley clean eine Pinfall-Niederlage zugeführt hat.
Und das irgendwie so nebenbei kam es mir vor. Moxley musste eigentlich gewinnen. Er hatte zweimal in Folge jetzt verloren, um hier nochmal dominant in das Finale zu gehen. Kam aber nicht. Stattdessen hat Goto gewonnen und jetzt haben Moxley und Goto beide 10 Punkte. Und ich glaube sogar, den Finisher von Moxley hat Goto mehr oder weniger entspannt kurz weggesteckt. Also es war irgendwie. Es war kein richtiger Deathfall, es war quasi nur, also es war kein Elevated, er hebt ja Ach meistens den so. Gegner jetzt mittlerweile hoch, sondern es war nur ein normaler Underhook DDT. Alles klar. Gleichwohl fand ich es relativ, ja, nebenbei sozusagen die Niederlage von Moxley, der jetzt gnadenlos durchgereicht zu werden scheint, zumindest bis zum Finale. Was da passiert, müssen wir dann mal sehen. Match war okay, aber auch nicht mehr. Dreieinhalb, drei Viertel so in dem Dreh. Ja, also so lang wie es ging, was fand ich gut, aber es ging eben nur 8,5 Minuten. Ja. Und zum Ausgang musste man halt so machen, weil der jetzt wird ja darauf hinauslaufen, dass man am Ende im B-Block dann einen Unentschieden oder Punktgleichstand mit mehreren Leuten hat. Und da Mox ja den Tiebreaker gegen Naito gewonnen hat, braucht man eben einen Tiebreaker mit mehreren Leuten, damit. Also ich gehe weiterhin davon aus, dass Naito am Ende, wobei theoretisch auch Jay White Ja, siegte. das wird nämlich auch so eine Sache, dass Jay White vielleicht ins Finale kommt. Ja. Aber diesbezüglich musste man dann halt, um quasi dann auch Naito noch eine Chance zu lassen. Musste man eben hier Goto gegen Moxley dann gewinnen lassen. Weil sonst wäre Naito schon raus gewesen vor dem letzten Tag. Stimmt. Und theoretisch kann man jetzt quasi Goto gewinnen lassen, Moxley gewinnen lassen und dann Naito oder White gewinnen lassen, um dann drei Leute mit drei Leuten Punktegleichstand zu haben. Ich gehe aber davon aus, dass Juice quasi Revanche kriegt und gegen Moxley gewinnen wird und dass es dann da ein US-Titelmatch gibt. Goto wird wahrscheinlich gegen Shingo gewinnen und dann kommt es eben drauf an, ob Naito oder White gewinnt. Goto hat den Tiebreaker gegenüber White und Naito hat den Tiebreaker gegenüber Goto. Tja, ich bin gespannt. Ja, Jay White gegen Juice Robinson, hast eben die Namen auch schon beide genannt. White hat im Moment die längste Winning Streak des ganzen Turniers, hat seit dem dritten Spieltag alles gewonnen und so auch gegen Juice Robinson. Gutes Match, Jay White Match. Ich habe das Problem, ich habe die letzten Tage immer vor dem G1 Sport gemacht, dass ich immer so schön müde war nach dem G1 oder während des G1s. Deswegen habe ich hier auch keine allzu großen Erinnerungen, weil ich schon auf den Main Event so ein bisschen fokussiert war. Aber ich weiß, dass das Match gut war, Olli. Ja, war mir vielleicht ein Ticken zu lang, ehrlich gesagt. Ja. Also ich finde, für knapp 25 Minuten haben die beiden dann vielleicht doch nicht die wrestlerische Qualität. Oder zumindest für 25 Minuten auf Top-Niveau. Gehe ich mit. Boah, 4 Sterne von Meltzer sind auch sportlich in diesem Fall. Ja. Ja, also vier kann man maximal geben, sage ich. Und dann der Main Event. Shingo gegen Ishii. Zwei von meinen, sag ich mal, Favoriten, was den MVP-Titel angeht. Und ich mag sie beide auch unglaublich gerne. Shingo für mich seit dem Finale gegen Will Ospreay beim Best of Super Juniors auf einem Level, das ganz, ganz oben angesiedelt ist für mich. Was er hier im G1 abgeliefert hat, auch allererste Sahne. Über Ishii müssen wir nicht sprechen. Dieses Match war super. Ich habe so ein bisschen von der Qualität her mit dem Match von Shingo gegen Naito verglichen und habe ja auch schon gesagt, dass ich das Match von Shingo gegen Naito etwas besser fand. Hier gehen die Meinungen radikal auseinander. Meltzer hat zum Beispiel Shingo gegen Ishii, also diesem Match hier, 5,5 Sterne gegeben und damit eins der besten Matches des Jahres rausgehauen. Ich war nicht ganz bei 5, ich war bei 4, 3 Viertel, würde aber mit 5 auch nicht streiten. Ich müsste sie beide nochmal nebeneinander sehen. Also Naito gegen Shingo und Ishii gegen Shingo. Deswegen bleibe ich bei meiner Meinung, zumindest so lange, bis ich beide Matches nochmal gesehen habe. Bärenstarker Main Event für Meltzer off the charts sozusagen. Ich bin auf Olli gespannt. Also ich bin hier ganz klar bei 5 Sternen.
Ich fand's deutlich besser als Shingo gegen Naito. Oha. Und für mich dann dementsprechend auch das zweite 5-Sterne-Match im Rahmen des G1s. Ich habe ja schon Ishii gegen Moxley 5 Sterne gegeben und bin eben hier auch bei 5 Sternen. Also war ein herausragender Hausfight. Ich glaube, bis auf zwei, drei Suplessen haben sich die beiden quasi nur mit Clotheslines und Lariats bearbeitet oder Tritten noch, bis es dann eben in die Schlussphase ging, wo dann eben noch die Signatures, also Made in Japan, Last of the Dragon, der Vertical Brainbuster, bis dann eben, wie gesagt, die Signatures dann noch kamen. Aber bis dahin 20 Minuten einfach nur volle Kanne, Strong Style aufs Maul. Hat mich so ein bisschen auch an die Ishii gegen Shibata-Matches vor ein paar Jahren erinnert, die ja, glaube ich, auch mal ein 15-minütiges Match hatten, wo die beiden einfach nur Vollgas aufeinander drauf sind und was von Meltzer dann, glaube ich, auch 5 Sterne oder noch mehr bekommen hatte. Fünf, Und ja. so in dem Stil fand ich das auch. Also ich bin hier auf jeden Fall bei 5 Sternen. War wer auf i. Auf den Stil von Wrestling steht, der sollte sich das Match definitiv anschauen. Also war in dem Stil geworkt wirklich ein überragendes Match. Dann schauen wir doch mal auf das, was noch passiert, nämlich auf den jeweils Block A und Block B, 9. Spieltag. Bei Block A ist alles relativ einfach. Ibushi muss gewinnen, dann ist er weiter. Okada darf nur nicht verlieren, dann ist er weiter. Sprich, Okada gewinnt oder unentschieden, Okada ist durch. Ibushi gewinnt, dann ist Ibushi durch. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Das ist die Ausgangssituation. Sanada ist als Dritter mit 8 Punkten raus. Interessant ist es im B-Block. Moxley 10, Naito 10, Goto 10, White 10. Der Rest ist raus. Ishii ist raus mit 8, genau wie Yano und Cobb auch. Jetzt müsst ihr mal, gegen wen tritt Moxley an? Gegen Gegen Robinson. Juice. So, wenn Moxley gewinnt, ist er weiter, es sei denn, Goto gewinnt auch. Dann ist Goto weiter, weil er den Tiebreaker hat. Der Wenn White kommt drauf gewinnt, an. ja, White hat auch gegen Moxley gewonnen. Wenn White gewinnt, ist auch White noch im Rennen. Dann haben wir 3 mit 12. Richtig? Korrekt. Also, da ist überhaupt nichts sicher, wenn Moxley gewinnt. Wenn Naito gewinnt, dann ist er weiter. Wenn Moxley verliert, denn Moxley hat gegen Naito gewonnen. Wie hat Naito gegen Goto gekämpft? Hat Naito gewonnen? Hat Naito gewonnen? Ja, das ist das Problem. Ja. Also sollten Moxley und Goto gewinnen, dann gibt's, weil ja Naito und White aufeinandertreffen, also vorausgesetzt, es gibt keinen Unentschieden oder so, einer von den beiden gewinnt, dann wären Ja. ja in beiden Fällen 3 Leute mit 12 Punkten an der Spitze. Und Und jeder hat einen Tiebreaker gegen den anderen. genau, und in beiden Ja. Fällen hätte dann jeder einen Sieg und eine Niederlage gegen die beiden anderen. Also wird das nix. Deswegen gehe ich auch stark davon aus, dass Moxley, auch gerade wegen der Vorgeschichte mit Juice Robinson, dass Moxley eben verlieren wird. Gehe ich mit. Dann kriegt Juice in Zukunft eben noch einen Titelkampf um die US-Championship. Goto wird gegen Shingo gewinnen und dann kommt es eben drauf an, bei Naito oder White, wer gewinnt. Naito hat den Tiebreaker gegenüber Goto und Goto hat den Tiebreaker gegenüber White. Dann kommt es eben drauf an, wer von Naito und White gewinnt. So wird es meiner Meinung nach laufen. Ja, du hast recht. Ich habe eigentlich gedacht, dass Goto gegen Shingo verliert, aber klar, so, du packst Goto gegen Shingo als Co-Main Event Genau, und und dann Naito gegen White entscheidet als sich im Main Main Event. Event, Ja. wer weiterkommt. Und da kommt es wirklich drauf an. Das ist sehr schön. Und beide können das Ding gewinnen. Beide würde ich durchaus nachvollziehen können im Finale. Dann muss man aber auch klar sagen, dann gehe ich davon aus, dass Naito gewinnt. Weil wenn White gewinnen würde, hätte ja dann Goto den Tiebreaker und dann stünde Goto im Finale. Und das kann ich mir eher weniger vorstellen. Ja, oder Goto verliert sein Match. Das kann natürlich auch noch passieren, dass Goto noch sein Match verliert. Weil dann ist es Ja, dann klar, entscheidet dass, sich, wer genau. gewinnt zwischen White und Naito. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch Da, noch. deswegen glaube ich, dass, deswegen denke ich darüber nach, dann glaube ich, dass Goto verliert, weil
Sonst wäre Goto im Finale, wenn White gewinnt gegen Korrekt. Naito. Und das wird nicht passieren. Goto wird, also glaube ich einfach nicht, dass man Nee, mit glaube ich auch Goto nach nicht. Tokio geht. Tut mir leid. Ja, Dafür nach hat man. Tokio gehen wird er schon, aber nicht im Main Ja, Event. nicht in den Main Event, du weißt, was ich meine. Deswegen glaube ich schon, dass Goto eher verliert, weil dann die Geschichte tatsächlich noch spannender ist. Denn wenn Goto gewinnt, dann gewinnt Naito. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, muss Und ja. ja, das glaube ich dann auch tatsächlich nicht. Wobei die Frage wiederum ist: Ist das überhaupt alles so wichtig, wenn Ibushi nicht sowieso das G1 gewinnt, so nach dem Motto? Na, Naja, ich habe also. ja eben am Anfang getippt auf Naito gegen Ibushi. Und wer gewinnt da? Naito. Du schickst Naito wieder in den Dome gegen Okada, sozusagen Absolut dann. korrekt, weil Okay. Naito eben schon zwei Main Events gegen Okada im Dome verloren hat, beziehungsweise das eine war ja Co-Main Event, weil er dann das Intercontinental Championship Match zwischen Tanahashi und Nakamura im Main Event stand. Und weil ich immer noch davon ausgehe, dass Naito dann Doppel-Champion wird. Intercontinental und Heavyweight Champion. Den einen Okay. Titel gewinnt er an dem einen, weil dieses Jahr ist ja Wrestle Kingdom ein zweitägiges, oder nächstes Jahr ist ja Wrestle Kingdom ein zweitägiges Event. An dem einen Tag kann er dann den IC-Titel verteidigen und an dem anderen Tag die Heavyweight Championship gewinnen. Okay. Wer sehr gut nachvollziehbar, das War mein Tipp Szenario. im Preview-Podcast und dabei bleibe ich auch. Mal gespannt. Vielleicht, man könnte natürlich auch sagen, Ibushi gewinnt, weil er letztes Jahr gegen Tanahashi verloren hatte und weil er jetzt sich New Japan als Regular verschrieben hat und man ihn dafür, ach was weiß ich, Ja, man weiß es nicht. klar, möglich ist es auf alle Fälle. Ich meine, theoretisch kann auch Jay White das Turnier gewinnen. Also ausschließen würde ich es jetzt nicht. Ich schon. Na gut, ausschließend hast du recht. White wird schon extrem hoch gepusht, das ist richtig. Das ist, sein Standing ist immer noch sehr, 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 sehr groß. Insofern, alles ist möglich. Alles ist möglich. Naito und White im B-Block, Moxley und Goto theoretisch auch. Da sind wir aber eher zurückhaltend. Und ja, im A-Block spricht viel für Ibushi. Ne? Und dann, ja, Ja, schauen wir mal. wie gesagt, ich hätte mir dann halt nur im A-Block eben gewünscht, dass Evil quasi auch noch eine Chance hat, dass man da auch noch eine etwas spannendere Konstellation hat. Aber da hat man sich dann wohl dagegen entschieden, dass Okada noch dreimal den Titel vor Wrestle Kingdom verteidigen muss. Ja. Wäre aber halt fürs Turnier bzw. für die Spannung am letzten Tag gewesen. Aber es ist, wie es ist. Und nun schauen wir mal. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, Samstag kommt der A-Block, Sonntag kommt der B-Block. Immer so morgens, mittags, also mittags eher. Nee, warte mal, ich überlege gerade, wann geht es denn los? Ich guck mal gerade. Bisher war es immer Geht so. los um 11 Uhr jeweils. Genau, mit der Undercard. Und dann kommt um 12 Uhr, kurz nach 12, kommt dann die G1-Matches. Die gehen immer so ungefähr eineinhalb, ein, dreiviertel Stunden. Und dann, ja, Montag das große Finale. Insofern Das mit dann schon Wrestling. relativ früh, 8 Uhr mitteleuropäische Zeit. Ui, schön, schön, schön. Das passt dann. Dann gucke ich erst das G1, dann gehe ich zum Sport und dann gucke ich diesen blöden SummerSlam und dann. Schauen wir mal, wie wir das irgendwie hinkriegen. Gut, insofern, es kommt einiges auf euch zu am Wochenende und über zu wenig Wrestling dürft ihr euch dieses Mal, glaube ich, nicht beschweren. Denn Takeover, SummerSlam und G1, das sind fünf Shows, die euch innerhalb von 3 Tagen beglücken. Da gibt es nichts zum sich drüber aufregen. Und damit sind wir, glaube ich, auch, Olli, am Ende. Ich glaube, 2,5 Stunden sollten dann auch mal lang. Ja, war halt relativ viel auf der Agenda heute. Das ist richtig. Musste auch alles abgearbeitet werden. Haben wir gemacht. Wir sind froh, dass der Ton dann nachher einigermaßen wieder besser wurde. Ich habe auch das Fenster zugemacht, um den Straßenlärm irgendwie rauszukriegen. Mein Mikro ist ja sehr sensibel. Und in diesem Sinne wünschen wir euch viel Spaß am Wochenende. Lasst es krachen und wir hören uns dann wieder, um den ganzen Rotz nochmal zu besprechen. Bis denn. Tschüss. Gute.